Hallo? Da draußen. Ich hoffe, man kann uns sehen und hören. Wenn schon, könnt ihr das ja mal eben da in diesen komischen Chat reinschreiben. Willkommen auf diesem Kanal. Willkommen bei einer neuen Runde Hunter. Inzwischen schon die 10. Ausgabe. Hallo, Glashase. Sieht gut aus, schreibt der Bero. Bero, du sollst nicht streamen gucken, du sollst hier mitmachen. Ja. Wir spielen heute eine Runde Hunter, Pen and Paper Rollenspiel. Falls ihr das System Hunter the Virgil kennt, erwartet nicht zu viel vom Systeminneren, wie immer bei mir. Wir spielen recht cineastisch, das heißt, wir verzichten weitestgehend auf das Würfeln. Und nur im allerschlimmsten Notfall nutzen wir dann auch mal die systeminternen Regeln. Aber dann muss ich hoffentlich nicht... Ich hoffe, das brauchen wir heute nicht, denn dann müsste ich aufstehen und das Regelwerk nochmal holen. Oh, Paradoxer Krautkoalas, sehr schön. Aber bevor wir mit dem Rollenspiel beginnen, muss ich leider wieder eine lästige Aufgabe erledigen. Denn irgend so ein Idiot auf YouTube... namens Alucard hat mich nominiert für ein komisches Blockstöckchen. Nicht wissend, dass ich das total gerne mache. Und mir mal meine Mitspieler da und Streamgenossen darunter leiden lasse. Deswegen hat er heute die super Aufgabe, seine eigenen Fragen live an mich stellen zu dürfen. Alter, das ist wunderbar. Und ich mache die auch gerade mal auf. Ja, ich wusste das wirklich nicht. Also nochmal, sorry. An der Stelle. Beim letzten Mal, wo du selbst Fragen noch mit beantworten musst, ist noch nicht aufgefallen. Es war eher so ein, okay, er nimmt es sehr, 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 sehr seriös. Ja? Also very serious. Also um das mal kurz zu erklären, irgendwie, ich mag diese Sache irgendwie, weil es kommt immer dasselbe bei rum und irgendwie, ich weiß es nicht. Ihr könnt mich gerne weiter nominieren, aber ich werde jedes Mal, wenn ich es sehe, mit einem schon wieder reagieren. Also, kommen wir zu Fragen, die du eventuell schon 10-mal beantwortet hast. 11 Stück sind. Du kannst da gerne auch weiter nominieren. Ich glaube, die du nominierst, sitzen hier. Ja, genau, das ist super. Siehst du? Also, dann haben die es direkt noch hinter sich. Richtig. Und zwar, die erste Frage war, wie bist du zum Rollenspiel gekommen und wie alt warst du? Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Ich war ziemlich jung, ich glaube noch unter 10 Jahre müsste das gewesen sein. Und Freunde von einem großen Bruder von meinem besten Freund haben DSA gespielt. Und wir haben zugeguckt erst nur. Und dann durften wir irgendwann mitspielen. Und dann habe ich gesagt, ich würde ganz irgendwann gern mal Spiel leiten, weil ich das irgendwie toller fand als Spielen. Und dann haben sie gesagt, oh cool, der will Spiel leiten, der Kleine. Haben mich dann tatsächlich gelassen, nur haben dann irgendwie, fanden das nicht so cool, weil das Einzige, was ich gemacht habe, war eigentlich irgendwie Räume auf dem Boden aufmalen und die da durch so ein Labyrinth durchschicken und Monster schlachten lassen. Und dann sagten die irgendwann so, also das hat jetzt ja überhaupt nichts mit Rollenspiel zu tun. Das könnte prägend gewesen sein, warum ich heute Pathfinder und Konsorten nicht mag. Aber gut, das ist vielleicht dann tiefenpsychologisch noch zu analysieren. Haben die verprügelt oder was? Bitte? Ist es mit Schmerzen verbunden? Nein, das war alles ganz friedlich. Rollenspieler sind immer friedlich. So, hier, Beru, wie war's bei dir? Ja, ich bin Quereinsteiger tatsächlich. Ich spiele noch nicht wirklich lang. Ich war das erste Mal beim Rollenspiel ja über eine Internet-Brettspiel-Community und einen Rollenspieler gestoßen, der mich dann eingeladen hat. Und ich müsste lügen, das war so 2007, 2008. Also wenn man rechnet, ist es gerade mal so 9 Jahre her circa. Und dann hatte ich erst Pause und richtig angefangen habe ich, wo ich mit Football aufgehört habe. Und das war 2011, also spiele ich jetzt seit knapp 6 Jahren erst. Noch nicht ganz, also regelmäßig. Packers wäre mal lieber gewesen, aber gut. Ich hab vorher ausgeschaltet, bevor sie es drehen konnten. Ich habe gedacht, das wird nichts mehr. Ich bin anfangs des vierten Quarters bin ich ins Bett um 3:30, weil ich musste ja. Ich zähle das als Antwort. So, ja. Paradoxa. Du bist gemutet. Hm?
Jetzt? Ja. Ja. Ah, der Stecker war nicht richtig drin. Ich spiele seit 9 Jahren, seitdem ich 16 bin. Angefangen mit einer Runde mit Kumpels, wo die schon D&D gespielt haben, 4-5. Und da 2 Jahre gespielt. Dann habe ich Max Monster kennengelernt und habe mit dem DSA angefangen. Und dann ist es etwas schnell eskaliert, würde ich sagen. Aus einem System sind 2 geworden mit DSA dann und dann sind es auf einmal 5, 6 Systeme geworden, die ich jetzt aktiv spiele. Also irgendwann explodiert das immer. Irgendwann nicht. Aber der Sleepnose ist davon, glaube ich, noch verschont geblieben von diesem Explodieren, Ja. Also. oder? Ich glaube, der mag diese Fragen genauso gerne wie ich. Angefangen habe ich hier auf RPC 2014 oder 2015 bei euch am Stand, also am Nerdpool-Stand. Ah, cool. Und Und dann bin ich da seitdem geblieben. haben wir dich. Seitdem hast du mich an der Backe. Ja. Nicht so an der Backe, ist doch schön. Ich hab dich gern dabei. So, zweite Frage. Ja, zweite Frage. Warum bist du da, diesem Hobby treu geblieben? Wobei manche ja noch gar nicht so lange dabei sind, aber trotzdem, warum macht ihr das immer noch? Ich hab das eine ganze Zeit lang sogar ausgesetzt. Irgendwie, ich glaube, als ich 15 oder 16 war, da fand das auf einmal uncool. Da habe ich aufgehört damit. Und erst wieder richtig angefangen, als der Umbreon gesagt hat, komm, lass mal Vampire über Internet spielen. Obwohl, nee, stopp, Ja. nee, stopp, das ist noch falsch. Während dem Studium habe ich zwischendurch auch noch ein paar Runden gehabt. Am Tisch dann halt noch. Aber irgendwie hat sich das immer so weit verlaufen, dass es dann irgendwie nie was Festes wurde, weil die Leute immer halt weggezogen sind nach 2 Semestern oder so. Und dann änderten sich die Runden ständig und war irgendwie doof. Und diese Internetsache mit Umbreon zusammen, das war echt eine gute Idee. Ja, dann komme ich mal wieder. Also bei mir war es ja, ich hatte ja kurz reingeschnuppert, hatte dann ja ein bisschen Pause und bin dann trotz allem zurückgekehrt, trotz meinen Augen. Weil nachdem Football vorbei war, hatte ich halt ein bisschen ein Loch, was so meine Freizeitaktivitäten anbelangt. Und gerade meinen Augen zum Trotz habe ich dann mit Rollenspiel angefangen. Was halt, ich fand, Spaß macht und ja, immer mehr, sagen wir es mal so. Zum Rollenspielen braucht man ja auch gar keine Augen. Ja, schon ein bisschen, wobei ich lerne jetzt gerade auch Leute kennen, die tatsächlich schon fast blind sind und aus dem Rollenspiel spielen. Finde ich klasse. Ja, ich finde das auch cool. Ich glaube, Plastiklöffel hatte das doch auch mal irgendwie eine komplette Runde mit Blinden oder so. Da erzählt sie manchmal von. Das ist ziemlich cool. Ah. Paradoxa. Ich, warum bin ich dabei geblieben? Ich glaube, ich bin jetzt erst in der Phase, wo ich gerade dieses Explodieren habe, dass ich noch gar nicht drüber nachgedacht habe, wegzugehen. Also dementsprechend, warum mache ich das? Viele tolle Würfel. Sleepnose, warum machst du es immer noch? Trotz mir? Hab ich dich noch nicht Wegen dir. verdorben? Nein, also auf der RPC habe ich angefangen und kurz danach hat diese Runde gestartet. Und diese Runde läuft immer noch. Und ich weiß aber für mich selbst nicht, ob ich groß noch spielen würde, wenn diese Runde mal vorbei ist. Ah, es ist ja interessant. Okay, weil es zu aufwendig ist oder weil es nicht Spaß macht oder weil es. Es macht mir sehr viel Spaß, aber ich weiß nicht, ob ich dann noch großartig, also Zum mich auf die Ähnlichen. Suche nach etwas Ähnlichem machen wollte. Ach so, okay. Also, Ja, das ist das ja immer Erlebnis das mit Problem, das stimmt. unglaublich Spaß. Ja. Übrigens, ich mache das jetzt immer noch oder wieder, weil ständig jemand mit der Knarre hinter mir steht und mich zwingt. Alucard. Dritte Frage. Ja, da wir jetzt das Sleepnose-Suchtproblem vom Anfixen über wa warum nehme ich es weiter noch gekommen sind, die Einstiegsdroge. Hast du dein erstes Paar Würfel noch? Das ist übrigens mein erstes Paar Würfel. Also ein Teil davon.
Nein, habe ich nicht mehr. Das müssten das, ich glaube, das müssten die Würfel sein, die in der DSA-Box damals drin waren. In der, ich glaube, zweite oder erste Edition oder sowas. Zweite Edition, glaube ich. Da waren, glaube ich, Würfel drin. Und die habe ich nicht mehr, glaube ich. Also ich glaube, dass ich sie nicht mehr habe. Vielleicht liegen sie irgendwo in irgendwelchen Untiefen meiner grausamen Wohnung herum, aber ich glaube nicht. Nero, hast du deine ersten Würfel noch? Ich Das Schöne musste ist, sind ja meiner meine Schande geworden. gestehen, ich musste meiner Schande gestehen, dass ich meine ersten zwei Charakterbögen und meine ersten zwei Würfel auch nicht mehr habe. Die sind durch Gutzieherei irgendwie verloren gegangen, leider. Und nö, aber ich kann mich noch gut an sie erinnern. Ich habe sie in meinem Kopf behalten. Paradox, hast du deine ersten Würfel noch? Ich habe alle bis auf einen W. Nee, ich habe alle noch Sehr gut. hier in meiner Hand, gerade Perfekt. rausgesucht. Sleepnus, hast du noch Würfel? Hast du überhaupt Würfel? Ich habe es irgendwo in der Tüte, aber In der Tüte. wenn die Tüte wieder auftaucht, melde ich mich. Das ist übrigens der wirkliche Grund, warum ich immer ohne Würfel spiele, weil die Leute nie Würfel dabei haben. Aber du hast doch bisher auch für mich gewürfelt und es war immer gut. Nein, Quatsch. Okay. Das sind Meisterwürfel, die würfeln immer Ich gut. erinnere mich an der RPC daran, als Paradoxer meinen Würfelbeutel nahm, ihn rumdrehte und den Inhalt über den Tisch verteilte und ich die Krise kriegte. Ich guck ihn nur so an. Ja und? Nächste Frage. Nächste Frage. Bist du eher an kurzen Runden oder Kampagnen interessiert? Inzwischen mag ich kurze Runden lieber. So gewürzt mit so ein, zwei Kampagnen. Die Mischung macht. Also ich habe halt einfach keine Zeit mehr, um noch andere Kampagnen zu spielen zu können. Also ich habe jetzt Neujahr angefangen beim Mischka, die Borberat-Ding da noch irgendwie in meinen Zeitplan reinzuquetschen. Und es sind so viele Leute und ach ja, und bei Sere, diese alte Familiensache. Aber das gibt noch so viele andere Leute, mit denen ich gerne spielen würde oder so. Es ist echt so, du könntest jeden Tag, jeden Abend Rollenspiel spielen. Das mag zwar cool klingen, ist aber extrem tödlich für sämtliche andere soziale Interaktionen, die man gerne noch vielleicht sonst hätte. Das Ja. stimmt. Also von daher, wenn so ein One-Shot, wie ich das beim Umbrillen jetzt hatte, letztes mit Star Trek, das ist super, dann passt das so irgendwie mal, wenn man zwischendurch mal Zeit hat, passt es und ansonsten nichts Längeres mehr. Erstmal. Ja, Berung. Tja, ich neige auch ja eher zu längeren Geschichten. Ich bringe ja selbst One-Shots hier auf dem Pol, die waren dann schnell mal auch ein Tour oder schon fast eine Kampagne, teilweise. Nee, meine eigenen Dinge sind ja auch eher länger und also kurze Sachen. Ich versuche jetzt mehr kürzere Sachen reinzubringen. Da finde ich jetzt Funky Cold ist halt praktisch. Da kannst du halt quasi eine Serie spielen, aber halt nichts Zusammenhängendes. Ja, da ist nicht schlimm, wenn du mal ein Jahr mal einen Mix machst und dann einfach wieder ein Teil raus. Mal gucken. Nee, also ich will auch wieder mehr kurze Sachen spielen, weil, wie du schon sagtest, so lange Sachen binden halt extrem und ich will halt auch jetzt so ein bisschen noch durchprobieren. Mir fehlt noch vieles. Und so fand ich letztes Jahr die Cthulhu-Geschichte bei Nico gut oder die Suppers-Geschichte bei Manu. Einfach mal was anderes sehen, einfach mal was anderes ausprobieren. Wobei dann so der Hang ist, dass ich mache mir halt immer extrem viel Gedanken zu meinem Charakter und den könnte ich dann wirklich jahrelang teilweise spielen. Und dann ist immer so, ah, jetzt muss ich ihn wieder weglegen. Ja. Das finde ich dann ein bisschen schade, aber naja. Paradoxa? Eigentlich tendiere ich zu mittellangen Dingen. Also ich mag One-Shots, ich mag auch längere Kampagnen, nur habe ich die Erfahrung gemacht. One-Shots füllen einen Charakter meistens nie vollständig aus und lange Kampagnen ist so. Irgendwann verläuft es sich. Vampire bei Max steht noch aus. Meine zwei ersten D&D-Runden haben jetzt beide. Sind jetzt dieses Jahr offiziell aufgelöst worden, sind aber über 5 Jahre brachgelegen, weil man nicht mehr gespielt hat. Und ja, dementsprechend lieber so mittellange Dinge, wie ich jetzt mit London versuche, in Shadowrun 5 mit Alucard, Bugfish, Max Monster. Das sollte so ein 10, 10,
15-Abend-Ding werden und dann soll es auch fertig sein. Und das hoffentlich auch dieses Jahr dann fertig, komplett fertig durch. Ja. Sleepnose. Eher was Längeres oder eher was Kürzeres? Falls du dich nochmal dazu durchringen könntest, was anderes außer meine Runde zu spielen. Das, was wir hier machen, ist großartig, es macht Spaß. Und ich weiß gar nicht, zählt das als lang? 10 Teile? Ja, das schon. Zählt schon als was Längeres. Also ist schon 10 Teile? Ja, ist jetzt Teil 10. Wir spielen schon über eine sehr lange Zeit zusammen, was mir sehr gefällt. Und insgesamt, die One-Shots waren mir eigentlich immer zu kurz. Also, du hattest dann 2-3 Stunden, oder es waren auf einmal 6 Stunden am Stück, die halt ultra anstrengend waren. Und so wie es ist, dieses Format finde ich gut und ja, es passt. Gerade an deinem Charakter kann man ja auch echt dann sehen, wenn es über längere Zeit geht, wie die Entwicklung so ein bisschen stattfindet. Ich finde das interessant auch. Das ist, ja. Echt, der hat sich entwickelt? Ich finde schon. Sollte mir das mag dir vielleicht nicht aufgefallen sein. Doch, ja. Da ist eine ganz harte Lernkurve in deinem Charakter schon drin. Ich glaube aber auch bei allen hier, außer bei Paradoxa, der ist ja noch nicht so lang dabei. So, Alucard. Nächste Frage. Fünftens dann, welches System gefällt dir am besten? Und auf System ist tatsächlich, seid ihr eher so ein Pool, also so ein Würfelpool-Spieler oder sagt ihr ja hier W100 über alles oder spielt ihr gerne W20-Systeme und dergleichen? Gibt ja auch dann abseits davon noch diverse anderen Arten. Ich erinnere hier an Deadlands und sowas, wo man mit dem Kartenspiel quasi würfelt. Also ich glaube, jedes System hat so seine Schwachstellen. Es gibt kein perfektes System da draußen. Das, in dem ich mich am wohlsten fühle, ist DSA, obwohl ich da die komplette Kampfsache scheiße finde. Also ich würde die knackigen Kämpfe aus so einem D&D oder aus einem aus der WoD nehmen wollen und so kämpfen wollen in DSA, weil DSA-Kämpfe mir einfach viel zu öde und viel zu lang sind, obwohl das mit den 5er-Editionen schon sehr, sehr besser geworden ist, einfach weil die Parade nicht mehr so hoch sein kann wie früher. Aber ich bin da, wenn die jetzt noch mehr Regeln und Sonderregeln für Kampf rausbringen, dann wird das bestimmt irgendwann wieder kippen und dann findet irgendeiner einen Weg, dann doch Parade 20 zu haben und dann war es das wieder. Ja, und aber das, ich weiß nicht, wenn ihr DSA spielt, kennt ihr das halt. Attacke, ja, pariert. Attacke, ja, pariert. Attacke, ja, pariert. Attacke, ja, pariert. Das ist einfach, man kann den ganzen Abend nur würfeln, mehr Attacke und Parade. Und das, dann lieber sowas Tödliches wie bei Schattenjäger oder so, der schießt und eigentlich habe ich keine Chance und freue mich super, wenn ich ausgewichen bin und wenn nicht, bin ich halt halb tot und muss mir ein anderes, was anderes überlegen, weil das ist irgendwie realistischer, weil wenn jemand mit einer Shotgun auf dich feuert aus nächster Distanz, dann bist du meistens ein Dritter. Und wenn einer mit einem dicken Zweihand-Barbaren-Streitaxt-Gedöns auf den Kopf knüppelt, dann kannst du noch der tolle Heldenkrieger sein mit dem Top-Felm of Doom. Meistens bringt's dann auch nicht. Deswegen eher was mit kurze Kämpfe hat und ansonsten Talentproben sind mir eigentlich völlig Schnurz. Das funktioniert so oder so ganz cool. Da haben verschiedene Systeme verschiedene Ansätze, die ich eigentlich alle auf ihre Art und Weise ganz gut finde. Ob man da jetzt die 3W6 unbedingt, die 3W20 bei DSA unbedingt retten muss. Es hat so ein bisschen Nostalgie, die dahinter steckt. Und es hat auch so ein paar Sachen, so ja cool, da kann ich halt dann 3 Talente nehmen. Das ist eigentlich total Wurst, das funktioniert und es ist relativ knackig und schnell, wenn man sich dran gewöhnt hat und dann war's das. Und bei anderen Systemen ist halt auch, ich finde die Kombinationssachen, die man in der WoD hat, auch ganz gut, weil man da irgendwie flexibel Sachen gestalten kann. Aber Flexibilität kann man auch in andere Systeme reinquetschen, auch bei D&D. Das ist ja meistens nur schnell ein Wurf, fertig. Aber bei D&D ist mir immer viel zu viel Rechnerei mit den Boni und Abzügen und so. Ich mag nicht rechnen. Ja. Um da so die gängigen in die Waagschale zu schmeißen. Ja. Ja gut, ich kann da natürlich auch, weil ich es halt eher spiele, DSA in die Waagschale schmeißen. Ich kenne die Problematik. Ja. Bestätigt 1 und du triffst nicht, weil pariert ist.
Könnte, ich sag mal, an manchen Stellen können wir es in Schlacken ausgetauscht, Stellen, wo es vielleicht Sinn macht. Wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Rundrakeweihten zum Duell auffordere, dann will ich den nicht nach einer Runde zu Ende haben. Dann will ich natürlich schon vielleicht mal Attacke parieren, parieren, Attacke. Ich denke mal, das kommt vielleicht auch auf den Spielleiter drauf an. Man kann, denke ich, manches vielleicht auch ein bisschen abkürzen. Und das ist so meine Lehre, die ich aus meiner letzten John-Sinclair-Runde ziehe. Da ging auch der Kampf irgendwie ewig lang. Und ja, ich tendiere ja auch ich lasse immer mehr und mehr Regeln weg, und mehr so zum Cineastischen, weil ich das halt von Dark Tales her mag und hier von der Runde mag. Einfach versuche ich mich da ein bisschen wegzubewegen. Gut, es gibt natürlich auch so einfache Systeme, die ich halt gerne spiele, wie John Sinclair, Funky Coles, wo das eigentlich relativ schnell ausgeworfen, also John Sinclair ist nicht unbedingt durch die Parade, aber Funky Coles geht es relativ schnell. Bei Savage Worlds geht sowas ja auch relativ schnell und unkompliziert. Aber ich will mal ein bisschen experimentieren mit cineastisch, gar nicht lang laufen lassen, sondern entscheide. Weil was halt immer so mich ein bisschen mittlerweile stört, ist so dieses Taktieren. Ich kann im Kampf nicht taktieren, da muss ich handeln. Kann ich nicht eine halbe Minute überlegen, ja, weiche ich jetzt aus oder pariere ich oder nehme ich jetzt die Finte oder diese Attacke, dann kriege ich auf die Fresse, wenn ich das tue. Und da will ich vielleicht mal in die Richtung hin beim Spielleiten, zack, entscheide, entscheide, entscheide. Und wenn man nicht entscheidet, dann entscheidet der Gegner für dich. Mal gucken, ob das funktioniert. Ob ich das umsetzen kann, vorausgesetzt. Ja, ich bin Würfelpool-Spieler, auf jeden Fall. Den D und DSA, beide W20-Systeme habe ich beide gespielt, spiele ich nicht mehr. Oder ja, sie liegen noch auf der Bank, falls man es mal wieder spielen sollte. Aber ich spiele WoD, W10 Würfelpool spiele ich, spiele Rises Anything RPC, W6 Würfelpool-System, Shadowrun. SR5. Shadowrun, genau, S6 Würfelpool-System. Ja, das sind so die Hauptdinger, die ich aktuell spiele und auch Meister, und sind halt alles Pool. Und Pool-Systeme, finde ich, kann man wesentlich leichter verstehen als, okay, Shadowrun ausgenommen, aber die anderen. Ja. Jetzt kommt eine interessante Sache, weil der Sleep Notes ist ja noch nicht so lange dabei. Kannst du auch mal die Frage genau stellen? Also, welches System gefällt dir am besten? Das ist auf das Rollenspielsystem, also das System hinter dem Setting gemünzt. Wie wir jetzt hier ja bei Hunter, wir haben so Würfelpools, also ne, du hast Punkte und kannst dann anhand der Punkte dir die Menge an Würfeln greifen. Oder bist du auch jemand, der eher so sagt, ich habe ein B20 und würfel den Gegner Schwierigkeit, was D&D entspricht, oder versuche meine Werte, die ich auf etwas habe, mit ein oder mehr W20 zu unterwürfeln, was jetzt so DSA-mäßig entspricht? Oder sagst du, ich bin da so Deadlands-Style-mäßig, ich finde es ganz geil, auch mal ein Kartendeck in der Hand zu haben und mit dem Kartendeck halt, ich sag mal, Talentproben zu machen oder mit einem Jenga-Turm bis zum Umfeld wie bei Dread oder sowas. Also da gibt es sehr, sehr lustige Ansätze. Also, schöne kurze Frage. wie wir es hier machen, finde ich es total angenehm. Und zum anderen, ich habe mich in den letzten Gar nicht Wochen, würfeln. Monaten, Kann ich würfeln. ja, das ist schon Scheiße. gut, etwas mit hier Cthulhu beschäftigt und auch mal so eine Einsteigerrunde geleitet. Und das fand ich vom System sehr einsteigerfreundlich. Also einfach da mit einem W100 gegen den Wert würfeln. Und das fand ich okay. Mit dem anderen habe ich noch keine Erfahrung, und aber wenn ich für eine Sache dann 3, 4 Mal würfeln müsste, würde ich es, glaube ich, bescheuert finden. So, vielleicht halten wir uns mit dem Blick auf die Uhr bei den nächsten Antworten ein bisschen kürzer. Ja. Damit wir noch zum Spielen Wer? kommen hier. Dann machen wir so, dann jetzt das sehr prägnant. Und zwar, wer von deinen Charakteren ist dir am meisten ans Herz gewachsen? Also, wer ist dein Lieblingscharakter? Mein Lieblingscharakter, den kennt keiner, weil er in der Off-Air-Runde ist, aber die auch leider nicht mehr stattfindet. Die habe ich mich mit Jana, Frank und meiner Freundin gespielt zusammen. Das ist Piggy, ein Nosferatu, der vom relativen Niemand in einer Stadt aufgestiegen ist zum ja,
ich weiß gar nicht mehr genau, wie sein Titel war, aber er war zuständig dafür, alles zu überwachen, den Flugplatz und alles, jeder, der neu ankommt, musste überwacht werden und so. Und er hat mit wenig Macht gestartet und es hat sich ziemlich in der Hierarchie der Stadt weit hoch gekämpft. Und, hört sich nach Geißel oder Sheriff an. Ja, sowas die ähnliches, Gestapo. Ja. Das war sehr so, der hatte auch einen Sprachfehler, der hat mal nach jedem ein paar Wörtern hat mal gegrunzt, deswegen hieß er Piggy. Hatte auch so Hopper und das war ganz ulkig. Ich fand den lustig. So, ich mag am liebsten Datan Janosch Grosho Dabrax, ein brillantzwergischer Schwertgeselle bei DSA und der unzwergigste Zwerg ever. Mein Lieblingscharakter ist, den haben wir jetzt schon zweimal gebaut, den habe ich noch nicht gespielt. Der hat jetzt einen Clan gekriegt, mein Shadowrun 5 Doktor. Bisschen kaputt, ein bisschen übermächtig, aber ziemlich cool. Und es ist wirklich im Vergleich zu dem Charakter, der mir im Pol am meisten nachhängt, doch mein Lieblingscharakter, jetzt schon. Der Doktor. Was denn? Konstantin. Konstantin, ja. Konstantin, einer, der seit eigentlich. Konstantin ist cool. Gibt's eigentlich da draußen Konstantin-Fans? Schreibt mal in den Chat. Viele Menschen heißen Konstantin. dann siebtens. Was ist euer Lieblingssetting? Aventurien, immer noch. Weil ich einfach, ich liebe das. Peru? Bro, Setting. Also ich leite ja viel John Sinclair, weil John Sinclair fällt mir eigentlich immer was ein. Bei mir ist es Shadowrun auf jeden Fall. Das ist so sehr geil. Wie findest du das hier klasse? Steve Raus hat die besten Antworten. Sieht man sammelt mächtig Zusatz-EP. Achso, aber EP gibt's auch hier. Oh, okay. Nach dem Abenteuer. Meinst du übrigens alte VOD? ach ja, dann die Frage für die D&D-Spieler unter uns. Spielst du eher rechtschaffende oder chaotische Charaktere? Und wenn, dann gut, neutral oder böse? Das ist diese D&D-Einteilung, ne? Ja. Ich glaube, ich tendenziere eher zu guten Charakteren, aber die sind dann nicht wirklich, ich weiß nicht, die sind dann eher chaotisch, glaube ich. Ja. Also ich kann ja jetzt nicht wirklich über D&D sprechen, weil ich sie das einmal gespielt habe, außer die Brettspiele. Also meine Charaktere sind immer alle gut. Im Regelfall. Außer Dave. Dave ist gut. Dave ist definitiv gut. Ich glaube tatsächlich, dass Dave ein gut rechtschaffend sein könnte. Er ist es. Er will nicht. Meine Charaktere sind zu 90% im bösen Bereich angesiedelt, wobei man je nach Charakter zwischen lawful, neutral oder chaotisch schwenken kann. Das kommt auf den Charakter an. Mhm. Sleepnose müssen wir jetzt erstmal erklären, was das ist wahrscheinlich. Genau. Also du hast halt, ich sag mal, drei Grundeinstellungen. Entweder hast du eine gute Einstellung, gut im Sinne von, dass wir vier als gut verstehen, weil der Böse würde sich ja auch als guter sehen. Böse und wenn man halt irgendwas dazwischen ist, ist man neutral. Das heißt, du bist jetzt nicht so der hyper-duper, ich halte mich an alle Gesetze, Mann und so ein bisschen ab und an mal ein Taschendiebstahl ist okay, das ist dann so neutral. Und dann natürlich, ob man rechtschaffend ist oder chaotisch. Also rechtschaffend ist eigentlich selbstbeschreibend und chaotisch auch. Also chaotisch ist auch so, wenn man mal immer mal wieder so ein paar Dinge macht, die komplett nicht zu seiner Einstellung passen. Also hier spiele ich meiner Meinung nach einen sehr großen Chaoten, was mir unglaublich viel Spaß macht. Ja. Der auch nicht zwanghaft gut sein muss, der auch gerne mal
sich gegen die Gruppe stellt. Und ich glaube, das sind auch die Charaktere, die mir aktuell am meisten Spaß machen. Und Sich gegen die Gruppe stellen heißt ja nicht, dass man schlecht ist. Wenn die Gruppe schlecht ist und du bist gut, dann stellst du dich ja auch gegen die Gruppe, oder bist du ja nicht schlecht. jetzt diskutieren wir schon wieder. Das ist, wir lassen das mal so stehen. Wir lassen So, nächste Frage. Genau. Dann gibt es ein Rollenspielsystem, was du besonders innovativ findest. Also irgendwas, wo man mal so ein Regelwerk gelesen hat und sagt so, boah, das ist eine richtig coole Idee. Nein, Beru. Viel zu viel Regeln meistens. Rises, vier DIN A4 Seiten Regelwerk, das ist alles. Ach so, Und zwei ja, davon sind extra Regeln. doch, eins will ich erwähnen, Everyone is John. Noch nicht mal drei Seiten. Finde ich sehr innovativ. Ja, das koalische Regelsystem. Das koalische Boah, Epi, boah, Epi. Ich sollte das mal veröffentlichen, ja. Eine leere drei Seite zum Ich Ausdrucken. kann ja mal ins Kickstarter starten. Wobei, es sind ja eigentlich Jetzt keine gleich. EP, es sind KP, es sind Quali Points. Richtig, KP. Kraulpoint. Quali Points. Panda-Bären. Schleichwerbung. So, Als nächstes geht's weiter. Die zehnte Frage ist: Der Winter naht. Gibt es eine Jahreszeit, in der du mehr Rollenspiel spielst als in anderen? Nein, Beru. Nicht zwangsläufig. Aus dem August. Der August ist keine Jahreszeit. Ja, da ist mein Enkel da. Für mich schon. Nein. Das Sieht aus? Nö, einmal im Monat. Ja. Ja, So, last but letzte Frage. ja, last but not least, Thema PvP. Ja, nein, vielleicht. Nein, Meru. wenn es sein muss. Also bisher wenig, außer hier. Ja. Ja, also gerne. Aber bitte, ganz wichtig zum PvP ist zu sagen, nur am Tisch und nur mit den Würfeln von Max Monster, die ganz großen. Okay. Da gibt es irgendeine Geschichte, aber ich frage jetzt nicht. Zeit und so. So, sehr schön. Wenn ihr die Antworten vom Alucard dazu gucken wollt, dann müsst ihr auf seinen Kanal gucken. Bisschen Schleichwerbung kann man ja mal machen. Schaut einfach mal auf YouTube nach Alucard RP oder wie ist es? Wer ist es genau? PNP. PNP. Ich PNP. habe ihn ja abonniert. Ich Schreibt. muss da nicht immer neu tippen, deswegen merke ich mir solche Namen nicht mehr ganz auswendig. So, aber genau, da guckt ihr mal nach und dann könnt ihr seine Antworten auch noch nachgucken. Und ich nominiere hiermit keinen, weil ich habe ja jetzt hier in einem Rutsch drei Leute abgefrühstückt. So. Ich nominiere meinen Shadowrun 5 London Stream, außer Alucard. Gut. Ja, ihr könnt euch ja überlegen, könnt ihr die Leute dann ja selber irgendwie anquatschen, welche ihr nominieren wollt. So. Nominiere die Fans. Ja, die zwei, die da sind oder so. So. So, okay. Wir starten in die Runde dann mit 40 Minuten Verspätung fast. Kleine Zusammenfassung von dem, was im letzten Stream passiert ist. Wir haben uns darauf geeinigt, dass ihr das alle so mal zusammentragt. Vielleicht Ich machen wir anfangen? das in der Form diesmal irgendwie. Ihr beschreibt nochmal ganz kurz, wer ihr den Mini verkörpert und wie er die bisherigen Ereignisse denn so gerade sieht. Vielleicht jeder so aus seinem Standpunkt so, was er gerade durchlebt. Ich glaube, das passt dann ganz gut. Okay. Okay, also ich spiele John Blair. John Blair ist ein Familienvater am Rande von New York und betreibt dort ein okkultes Museum und macht auch Geisteraustreibungen und dergleichen, um sich seinen
Lebensunterhalt und den Lebensunterhalt seiner Familie zu verdienen, hat er im Garten ein Museum. Das lief auch alles ganz gut. Man hatte das Ghostbuster-Mobil schon bereitgestellt für einen großen, ja, einen großen Auftrag, als sich das Leben von John also um 180 Grad gedreht hat, als er auf einmal eine Nachricht bekam mit Belief und blutigen Handabdrücken und es sehr, sehr verwirrend wurde. Und ich beschreibe es einfach mal kurz als seltsame Ereignisse, die über ihn hinwegfegten und er in einer Mordermittlung saß, in der es darum ging, dass er seine Freunde ermordet haben soll. Und ein rechtswillichtiger Anwalt ihm Hilfe angeboten hatte, die er angenommen hat, weil unschuldig in den Knast, wenn man sich noch um seine Familie kümmern will, ist eine blöde Idee. Und ja, dieser seltsame Anwalt hat uns zu einem Metzgerladen geführt, in dem man ins Hinterzimmer gegangen ist, in dem seltsame Dinge passiert sind. Es war ein sehr, sehr sicherer Metzgerladen mit einem noch viel sicheren Kühlraum, wodurch wir dann einem langen Gang gefolgt sind. Ja, vielleicht nicht alles im kleinsten Detail, dann sitzen wir morgen noch hier, wenn da jeder das jetzt macht. Okay, zumindest ist John mit den anderen zu Mada gekommen und arbeitet seitdem für Mada und dankt Mada für die Hilfe, die ihnen entgegengebracht wurde. Und seitdem ist seine Familie eigentlich nicht entführt, in Sicherheit gebracht worden von Vampiren. Allerdings wurde durch einen gewissen Hunter dieser wunderbare, sichere Plan jetzt ein bisschen verkompliziert. Das heißt, John muss jetzt sehen, wie er seine Familie aus den Griffen von irgendwelchen Vampiren reißt. Und da gab es keine Toten, glaube ich. So, also ich habe keine Toten gesehen, oder wie ist das bei euch? Zumindest wurde es halt auch immer schrecklicher. Also wir haben dann so eine Zombie-Apokalypse und irgendeinen Zombie-Hund Dämonenhund, der uns verfolgt und dergleichen. Und John ist wirklich... Der weiß einfach nicht mehr, wo seine Welt steht, weil es soll Vampire geben, es gibt Zombies oder es gibt Vampire, er weiß es ja, es gibt dann diesen verrückten Jäger, der irgendwie Blut trinkt, um selbst so ein bisschen wie er in der Birne ist, und der will einfach nur raus aus der Stadt zu seiner Familie. Aber wir treffen ja noch den großen Mr. Wu, der, ich glaube, immer noch an allem schuld ist. Könnte sein. Dahin seid ihr auf jeden Fall unterwegs. Genau. Beim letzten Mal hat John ein bisschen so das Gewissen der Gruppe gespielt. Unsere NPC einmal so ein bisschen bei der Gruppe gehalten, nachdem die er sich als einziger halbwegs geistig kompetenter noch irgendwie ja, dargestellt hat. Was? Ich bin nicht verrückt, alle anderen sind verrückt. Ja, wie geht's denn dem guten Dave O'Malligan und wer ist das überhaupt? Ach, Dave O'Malligan ist ein irischstämmiger, etwas einfacher, eigentlich netter Typ, der mit 5 seine Mutter verloren hat, die durch einen Vampir getötet worden ist. Dann war er weise, war zwischendurch ein bisschen auf der schiefen Bahn, hat sich dann wieder gefangen, hat eine Schlosserei aufgemacht und traf dann irgendwann mal Jahre, Jahre später zufällig eines Abends den Mörder seiner Mutter, folgte dem, hat ihn getötet oder doch nicht, weil dann lief er nachher, obwohl er einen Pfahl im Herzen hatte, wieder durch die Gasse raus. Ja, traf dann 3 andere Chaoten, die eigentlich nicht wirklich viel können. Schleppt die eigentlich seither durch, einer ging verloren. Ja gut, dann haben wir von dem einen die Familie versucht zu retten, dann kam dann so ein anderer Chaot, so ein möchte gern Protzheld, der meinte, er müsste eine große Fresse haben und wüsste alles besser, aber doch nicht so viel drauf hat, scheinbar. Ja, beim letzten Mal waren wir dann dabei, die Dame haben wir dann unseren Fängen entlassen. Dave hat noch ein bisschen die Leute ein bisschen komisch gesehen. Die leuchteten alle so ganz merkwürdig, die Dame ganz hell.
Dann sind wir los, wurden noch kurz von Vampiren, Zombies angegriffen. Dave hat noch Vampire mehr oder weniger gesehen. Und dann haben wir die Zombies geschlachtet. Da hat man dann wieder gesehen, dass dieser Möchtegern-Hunter einfach nichts reißt. Ja. Während ein anderer, der könnte hätte husten gekonnt, die Zombies wären wahrscheinlich umgefallen. Konstantin hat sich auf einmal als fähig erwiesen. Ja, und so waren wir dann unterwegs und haben dann endlich mal es über den Herz, übers Herz gebracht, den Freizeitpark von Mr. Wu, den wir, glaube ich, seit Folge 2 eigentlich aufsuchen sollten, endlich mal zu besuchen. Und das schlimmer nun. Und Dave ist einfach, er ist wirklich Scheuklappen auf. Zombie-Apokalypse interessiert ihn eigentlich gar nicht. Ihn interessiert nur, dass der alte Typ krepiert. Ach, Konstantin. Konstantin kommt aus dem Südwesten der USA und ist mit dem Charakter Johnny nach New York gekommen, um dessen Familie zu suchen. Im Auftrag von Mr. Wu. Und wurde dann irgendwie zu dieser Gruppe hinzurekrutiert und ist eigentlich generell dagegen, was die Gruppe macht, wird trotzdem mitgeschliffen und erleidet deswegen Schmerzen. Zu Recht. Er wurde schon in Brand gesteckt, unter Strom gesetzt. Also er hat es nicht einfach in dieser Gruppe. Ja. Und das er stimmt. Sagt, naja, mein Mantra, lass uns hier nicht hingehen. Das ist keine gute Idee. Und das scheint sich auch immer zu bewahrheiten. Ja, Jeremiah? Ich formuliere es, dass es kurz bleibt in Neudeutsch. Bisher Easy Game, jetzt Noobs, alles schwer, alles scheiße. Und sie haben einen Tomatensaft weggekippt. Ja, beim letzten Mal wartet ihr euch ziemlich, habt ihr euch ein bisschen abgesprochen, wie es denn jetzt weitergehen soll und habt euch auch mit der Abhängigkeit von Jeremiah auseinandergesetzt, habt sein geheimes Kämmerchen in seiner Wohnung entdeckt, in dem er noch einen Vampir festgehalten hat, dem er langsam Blut abzapft. Dave hat gemerkt, durch Zufall, was für Auswirkungen das Trinken von Vampirblut haben kann. Und dann wolltet ihr eigentlich die Wohnung von Jeremiah verlassen, Richtung Vergnügungspark, der neue Vergnügungspark von, der Horror vom Vergnügungspark von Mr. Wu, der aufgemacht hat in der Nähe von Johns Apartment. Und ja, wolltet gerade losfahren, da sind hat euch die Wirklichkeit der, ich nenne es jetzt auch mal Zombie-Apokalypse, es ist ja nicht wirklich, sind zwar nicht wirklich Zombies, die da sind, aber die Infizierten haben euch angegriffen und gleichzeitig wurdet ihr beobachtet von einer Horde Vampire, die auch versucht haben, euch zu schützen, aber da auch kläglich versagt haben. Und dann hat sich herausgestellt, dass der Jeremiah erstens noch keine großartigen Erfahrungen zu haben scheint mit diesen verseuchten, infizierten Menschen. Das Einzige, was er weiß, ist, dass man denen nicht zu nahe kommen soll, weil sie höchst ansteckend sind. Und und er hat versucht, sie niederzustrecken, so wie er es halt mit so vielen Vampiren und Werwölfen vorher getan hat. Aber irgendwie hat das nicht so funktioniert. Die sind sehr zäh, diese Viecher. Und umso merkwürdiger schien es ihm, dass wohl Dave, John und Konstantin mit relativer Leichtigkeit diese Wesen beseitigen konnten. Wo zwei, drei gut gezielte Schüsse in den Kopf bei Jeremiah nicht geholfen haben, hat ein schlecht gezielter Schuss von John schon ausgereicht, um einen
einen Zombie zu töten. Und ja, das ist schon sehr eigenartig. Ihr habt den Innenhof vor Jeremiahs Apartment gecleared. Seht noch die letzten Überreste der Zombies, wie sie am Boden liegen und dieses schwarze, schleimige Zeug sie immer noch umgibt oder übersät ist oder von irgendwie langsam im Boden versickert, obwohl es eigentlich Beton ist und eigentlich nichts versickern sollen könnte hier. Einiges davon fließt schon irgendwie fast schon selbstständig Richtung Gullydeckel. Also ein bisschen, vielleicht könnte man sogar denken, es würde kriechen. Zwischendrin ein paar Aschehaufen von den Vampiren, die sich vom Dach gestürzt haben auf die Zombies. Und hinter einem Fenster hinter euch sieht man noch diese verschreckte Miene von der Frau Shaw, von Felicity, die ihr ja irgendwie ja nicht mitnehmen wolltet. Die hat durch das Fenster die ganze Sache beobachtet. Und ja, die Mülltonnen habt ihr ja durch die Gegend geschoben hier, um euch Platz oder Deckung zu verschaffen. Und was ganz wichtig war, am Ende des letzten Streams ist unbemerkt von meinen vier Spielern etwas ganz Merkwürdiges geschehen. Nämlich ein kleiner Tropfen der schwarzen Flüssigkeit hat sich seinen Weg gebahnt in das Ohr von Jeremiah. Ja, leider niemand mitbekommen. Und Jeremiah Dave hat ja auf sich selber geguckt. Hat einfach nur das Gefühl gehabt, er hat halt durch den Kampf natürlich irgendwie, ja, der war schon anstrengend, halt geschwitzt irgendwie, da ist so ein bisschen Flüssigkeit halt irgendwie im Gesicht oder so, aber das ist halt, streichst einmal so drüber und dann sollte es eigentlich das gewesen sein. Ja, guck, genau, machst kurz diese Bewegung irgendwie am Ohr lang und hast dann auch so ganz kurz so einen ganz kleinen schmierigen Film auf der Hand. Waren wir nicht schon bei Mr. Wu auf dem Parkplatz? So ganz Ich blöd glaube nicht, gefragt. nee, ich glaube, wir haben da Doch, aufgehört. doch, 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 wir waren vorne, wir waren auf dem Parkplatz quasi vor dem Eingangstor. Ach, ich glaube, Und da ist Dave es hat die erst Hocke. passiert, ne? Das kann gut sein, ja. Genau, dort ist es Ja, auf der passiert. Parkplatz ist da reingekrabbelt. Weil Dave hat ja zwischendurch die Klamotten ausgezogen, um zu gucken, ob er was hat, und hat sich ja selber die Hand angesenkt, um so ein Tröpfchen wegzubrennen. Ja, Genau, und dann hast dir dabei höllische Verbrennungen zugezogen. ja. Besser äußerliche Verbrennungen als innerliche Ja, Verbrennungen. Ja. dann wird das so passiert sein, dann ist es wirklich ein merkwürdiges Gefühl von, da ist irgendwas, vielleicht das Dach nicht richtig dicht und es hat irgendwie durchgetropft, irgendwie hat da geregnet die letzten Tage oder so. Aber dann siehst du halt diesen schmierigen Film und oft auf der Seite schon auf dem Besucherparkplatz des Parks. Genau, das war mir jetzt nicht mehr so bewusst, aber das können wir ruhig machen. Weil ich habe nämlich auch noch eine Stimme gehört, die zu mir gesagt hat, tritt ein. Oder so irgendwas in der Genau, Richtung. ja. Wobei ich mir nichts sagen lasse. Dementsprechend würde ich jetzt erstmal gucken, War was auch sehr die freundlich, die Stimme. Jungspunde machen. Es ist ja wahrscheinlich. Es ist Nacht, oder? Nee, es war tags. Es war Tags. tags. Wir Ja, waren genau. Der Vormittag und Kampf tags. war spät in der Nacht und dann. Ja, ihr habt euch extra ausgesucht, tagsüber zu den Vampiren zu gehen. Was ja Genau. nicht ganz keine so schlechte Idee ist. Oder Jeremiah, du bist der Experte. Da schlafen die Biester, da kann man sie schneller umhauen. Ja gut, dann einfach mal näher rantreten, gucken, ob irgendwie eine Tür ist, die man öffnen kann, Ja, aufbrechen ihr kann seht, oder einfach über die Mauer rüberklettern. stellt euch einfach vor, einen wirklich, also einen Vergnügungsparkeingang mit so Drehtüren, mit so Kassenhäuschen und so, sowas kann man auf jeden Fall da sehen. Oben drüber. Ich weiß, ich glaube, der Park hatte auch einen Namen gehabt. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie der Park hieß. Aber ist auch nicht so wichtig, wie er heißt. Und der Namensschriftzug prangt halt über dem Eingangsportal. Was einem schon auffällt, ihr seid ja den ganzen Weg hierhin gefahren, inzwischen durch immer wieder so ein paar Nester von diesen Infizierten gesehen. Hier ist es sehr still, man hört keinen Vogel zwitschern, man hört keine Schüsse, kein,
keine Sirenen, keine Autos, keine Schreie von irgendwoher, was sonst in der ganzen anderen Stadt immer wieder zwischendurch zu hören war. Es scheint so, als ob man so eine ruhige Blase reingefahren wäre. Es hat so vielleicht sogar so ein bisschen den Anschein wie das Gefühl, was ihr hattet, als ihr Jeremiah in der Kirche besucht habt. Allerdings nicht ganz so friedlich, eher bedrohlich. Aber still. Gut, ich würde halt gucken oder mal gucken wollen, wie sieht die Mauer aus, also wie hoch wäre die? Kann man da relativ einfach drüber klettern, beziehungsweise mit ein bisschen Anstrengung? Wenn nein, gibt es irgendwie sowas wie eine Servicetür. Also durch die Drehkreuze werden wir wahrscheinlich nicht kommen, aber irgendwo muss es ja auch sowas wie Wareneingang, Dienstboten oder sowas geben. Was wolltest du sagen? Ich will übers Drehkreuz gehen einfach. Ich habe es immer noch akustisch immer noch nicht verstanden. Ich will über das Drehkreuz springen, einfach so oder durchgehen. Ja, genau. Einfach gucken, ob es offen ist. Ja, es sind so große Drehkreuze, kennt ihr vielleicht auch, diese runden Stahlkonstruktionen, wo man halt so ein großes Drehkreuz drin hat, wo man so quasi einmal im Kreis laufen muss und dann wieder rauskommt. Also so eine 180, ja. Also da kann man nicht groß so drüber springen, deswegen ist es halt nein, so dann möchte ich nur durchzulaufen. John greift mal in seine Jackentasche, prüft, ob er die Freikarten für diesen Park eingesteckt hat. Atmet nochmal tief ein, nochmal tief aus, schließt die Augen, fühlt in der Manteltasche. Nee, leider nicht. Hängen noch am Kühlschrank. Sieht dann ein Notizbuch raus und denkt sich so. Wollte uns nicht die Tussi-Freikarten geben? Hat sie wohl hat nicht. Für sich gehabt, ja. Komm ich durch das Drehtor? Ja, einmal erstmal abwarten, was die anderen noch machen wollten. Also Dave wollte die Mauern und die Servicetüren checken. Du läufst halt so ein bisschen hin und her. Siehst, dass die Mauern ja so zwei Menschen hoch sind. Also man könnte drüber, wenn man denn wollte. Kannst du mal kurz ein bisschen, kannst ein bisschen kurz abchecken, irgendwie, indem du dich ein bisschen größer machst und irgendwas ranschiebst, irgendwie in einem Mülltonnen oder sowas, dass du irgendwie kurz so ein bisschen größer bist. Ja. Siehst dann auch, dass oben die so eine Art so Glas halt oben in den Beton eingelassen haben von der Mauer. Das heißt, dass man, wenn man drüber klettern will, oben halt so Glasscherben. Ja, drum, dann würde ich eher gucken, ob ich irgendwie was für Dienstboteneingang, irgendwo muss es ja sowas auch eigentlich geben. Ja, dann läufst du ein bisschen. Oder vielleicht sogar im Kastenbereich. Ja, dann läufst du ein bisschen, also im Kastenbereich sieht man auch eine normale Tür, die irgendwie als Sicherheitstür irgendwie dann, irgendwie falls mal eine Panik ausbricht, wahrscheinlich ist so eine Art Tor, aber das ist auch geschlossen. Und Konstantin läuft nach vorne. Oh, und hat so ein schelmisches, kindisches Grinsen auf dem Gesicht wahrscheinlich und ja, schiebt einfach mal in dieses Tor und ja, es bewegt sich. Und läuft nach vorne und es steht im Park. Das Tor dreht sich noch so ein bisschen nach. Ja, dann würde ich ihm nachlaufen. Einfach so durch dieses Tor durch. Ja. Bei Jeremiah sieht das ein bisschen komisch aus, weil er so ein Schrank von Mann ist. Zwängt sich da so ein bisschen durch. Ja. Scheint eher für normal gewachsene Menschen gemacht zu sein, aber es klappt auch auf jeden Fall. Ich finde diese Situation sehr amüsant und lache. Ich würde ihm gerne einen auf den Hinterkopf geben, so BAM! Nein, nicht schon wieder! Man lacht nicht über ältere Herrscher. Respekt vorm Alter, mein Junge. Den kriege ich dir auch noch reingeprügelt. Ja. Dann steht jetzt John mehr oder weniger alleine vor der Tür und Bero ist ja, also Dave ist ja irgendwie ein bisschen abseits gegangen, hat dann eben nach Türen geguckt. John kramt in der Tasche, keine Karte, aber die beiden anderen laufen vor und gehen rein. Ja, ich schließe mich, wenn ich das sehe, beziehungsweise auch höre, Notizbuch da zurückgeschoben. Und auf geht's den anderen hinterher und ruft dann auch etwas leiser. Wartet doch, wir sollten uns nicht trennen. Ich guck ihn nur so an, so da hinten, immer nur so ganz laut. Bis auf die Gule schlafen alle. Also keine Angst, alles gut. Ja, und ich würde halt gucken, wenn ich da so eine Dienstbotentür
finde, würde ich halt, ja. Ich kriege ja nicht mit, was die anderen machen, weil sie geben mir auch keinen Bescheid. Ich bin ja ein bisschen weg. Läufst, dann läufst du dann halt so ein bisschen die Mauer an entlang, irgendwie ein bisschen um die Ecke, und dann findest du tatsächlich so einen Wareneingang, mehr oder weniger. Ja, und ich würde halt gucken, ob da eine Tür offen ist. Rüttelst du ein bisschen an den Türen, die sind natürlich verschlossen. Dann würde ich mir das Schloss angucken, ob man das aufbrechen kann. Also für dich ist das jetzt nicht so das Problem, das Schloss. Als ja gut, dann würde ich mal die Tür kurz aufmachen. Dann würde ich zurückgehen. Wenn ich mag, die Tür ist offen, würde kurz reingucken, ob da was los ist, ob ich was sehe. Blickst du in einen dunklen Abstellraum. Genau, dann würde ich wieder zurück. Hey, kommt, ich habe die Tür offen. Und würde ich dann halt gleich... Würde ich vielleicht realisieren, was los ist? Wo seid ihr? Wo sind die Idioten jetzt schon wieder hin? Man wird halt zurücklaufen und wird dann wahrscheinlich sehen, dass sie da hinten drin alles stehen. Durch, genau, wie seid ihr da rein? Gut, wird man dann vielleicht kurz abklären. Und dann würde ich dann halt auch durch die. Stopp, nicht reingehen. Ich würde gerne probieren, ob wir wieder rauskommen. In der Tat lässt sich das Drehkreuz nicht mehr in die andere Richtung bewegen, und in der Richtung, in der es sich bewegt, ist halt eine Sperre. Ja? Also kennt ihr vielleicht ja auch. Dann würde ich mal, wenn ich sehe, wie er daran verzweifelt, mal so über ihn drüber greifen und kräftig gegen den Motor, der da unten gegenstößt, oder den Zahnriemen gegen diese Verriegelung drücken. Mhm. Die Zähne, die unten drin sein sollten, nach etwas drücken, auch mit etwas mehr Kraft nachgeben. Das Tor und das fängt an zu knirschen und zu quietschen. Es gibt laute Geräusche, als du dagegen drückst, und du drückst schon so kräftig dagegen, dass sich die Streben von dem Drehtor schon ein bisschen anfangen zu verbiegen, und dann macht es irgendwann so Klack, und dann stolperst du so einen halben Meter nach vorne, weil das Tor sich irgendwie... in das Tor rein, und du hängst da jetzt so ein bisschen drin. Aber es scheint sich jetzt auch in die andere Richtung zu bewegen. Ich würde dann wieder zurücklaufen und John angucken. Oder doch? Nee. Warte mal, Sleep Knows, wie war das nochmal? Konstantin angucken und so. Jetzt kannst du wieder raus. Danke. Würde mich dann gleichzeitig so mit dem Stumpf, den ich da, wo die andere Hand mal war, so am Kopf klappen. Gut, ich gucke mir dann an, was wir so treiben, und wenn wir dann fertig sind, würde ich dann auch durch das Drehkreuz gehen. Ich habe ja noch einen anderen Ausgang entdeckt. Ja. Was ich den anderen aber noch nicht sage. Okay. Ja, dann steht ihr in diesem Vergnügungspark drin. Ich sage, das ist so eine Art Horror-Vergnügungspark, und der erste Teil, in dem man sich da so drin bewegt, scheint so eine Art, so eine mechanische Welt zu repräsentieren. Irgendwie, man sieht überall große Zahnräder, die jetzt natürlich nicht bewegen, weil der Park ist nicht offen. Irgendwie man sieht Metallstreben, die so als Wege irgendwie verlegt sind. Sieht so ein bisschen aus, wenn ihr euch das so vorstellen könnt, wie so dieses Silent Hill Setting. Also überall ein bisschen Mechanik, das aber verrostet ist, oder ihr guckt es halt ein bisschen näher an, seht dann auch irgendwie schnell, dass das halt so alles künstlich ist halt, ne? Also künstlicher Rost und nicht wirklich irgendwie gruselig oder sonst irgendwas. Vieles auch aus Pappmaché, das Ganze, manchmal ist da so ein bisschen Schleim irgendwie dran oder so, das ist alles Pappmaché. Aber so auf den ersten Eindruck wirkt es schon sehr verstörend erstmal, wenn man sich auch daran denkt, dass man in eurem Alter wahrscheinlich auch alle, vielleicht alle bis auf Jeremiah, dieses Spiel vielleicht auch kennen und was damit verbinden mit dieser Szenerie. Ja. Sieht dann auch teilweise, kann man auch durch diese Gitter nach unten gucken, über die man drüber läuft, und sieht dann irgendwie so auch so einen roten Fluss, der sich unten irgendwie so schlängelt, wo dann irgendwas drin rumschwimmt, aber kommt man jetzt nicht so schnell auf die Schnelle nicht dran, aber ja, sieht schon sehr komisch aus. Gibt's denn irgendwie sowas wie eine Würstchenbude oder sowas? Ja, die sind halt alle mit so Rollladen noch, die sind halt zu. Ich würde mal gucken, ob da irgendwo eine Tür ist, wird die Tür auftreten. Ich würde nach einer Tür suchen,
wo draufsteht, Zutritt für Unbefugte verboten. Nie abgeschlossen. Das weiß er aus seiner Detektivkarriere. Ja, dann läuft er irgendwie zielstrebig zu zwei verschiedenen Türen und Bero tritt die eine einfach rein. Und Konstantin daneben steht dann im nächsten Ding und einfach die Klinke drückt und aufmacht. Was? Ich kann doch nicht jeder Tür öffnen. Ja, und ich würde halt gucken, ob ich was zu essen finde, irgendwie was Nahrhaftes, da schon was drin ist. Nee, hier ist nichts gelagert, aber das, was so ist. Und du siehst halt ein paar Becher und ein paar diese Pappschachteln und diese Pommespicker und so, aber es ist, du frisst auch Fritteusenfett ist da gelagert schon und so ein Zeug, aber sonst richtig irgendwie. Wobei, da nehme ich. Der Park ist ja auch noch nicht eröffnet, also vielleicht kommt das alles noch. Da nehme ich definitiv von dem Fritteusenfett, würde ich einen Kanister, also wenn es so 5 Liter oder 10 Liter Kanister sind, würde ich so mal 2 Kanister schnappen. Ja, das ist nur ein Kanister, aber den kannst du gerne mitnehmen. Den nehme ich mit. Mhm. Ich würde mich mal umgucken, so nach einem Gebäude, das aus der Szenerie halt heraussticht, also dass es ein bisschen aufwendiger gearbeitet worden ist und überhaupt. So, dass es passt in die Szenerie, aber wenn man genauer hinguckt, fällt einem auf, dass es doch nicht so billig ist. Mhm. Ja, man geht da halt so einen Gang lang und in der Mitte sieht man so einen größeren Hügel, der quasi die Mitte des Parks wahrscheinlich bildet, auf dem auch so eine Achterbahn gebaut ist. Aber da steht halt auch so eine Art Schloss irgendwie obendrauf, so eine Art Märchenschloss oder sowas. Gruselmärchenschloss wahrscheinlich eher, aber kann man jetzt so von weitem noch nicht so richtig sehen. Ich würde halt gerne wissen, was für eine Tür ich da aufgemacht habe. Ja, du hast halt auch so eine Pommesbuden-Dings da aufgemacht. Halt eine andere als Bero. Du hast wahrscheinlich den Getränkestand erwischt und Bero eher so den Essensstand. Was sehe ich? Ja, weil wie gesagt, so Pappbecher und so Sodamaschinen und ja, so ein Dienstplan hängt schon an der Tür. Ich würde mich umdrehen zu den anderen drei und meinen. Schritt 2 bei der Vampirjagd. Ich möchte John auf den Dienstplan. Beachtet, Schritt 1. Der wahre Glaube ist die Waffe gegen alles. Und Schritt 3, da hinten müssen wir hin, da ist unser Ziel. Und ich zeige so mit meiner Axt so richtig Richtung diesem Schloss mit der Achterbahn. Ich möchte die Becher mitnehmen und hier bei John Fritteusenfett abfüllen in den Becher. Ja, ich weiß nicht, ob der John, der Dave dir was abgibt. Ach, Dave! Ja, John guckt sich tatsächlich erstmal interessiert um und mustert dann auch mal so ein paar dunklere Winkel, die ja wahrscheinlich auch der Horroratmosphäre da zuträglich sind. Wir kennen das ja alle. Du findest merkwürdigerweise auch, also da ist auch so ein Kettenkarussell schon zu sehen auf so einer Art, auf so einem Platz und so, alles in diesem Silent Hill Look ein bisschen, da gibt's ja auch diesen verwunschenen Themenpark da auch, so ein Autoscooter findest du, und wenn du dich ein bisschen umguckst, siehst du, dass da auch so zwischen den Fressbuden und so und hinter den Fressbuden ganz viele Wege lang gehen, die auch nicht abgesperrt sind oder die auch wahrscheinlich nicht dafür gedacht sind, dass sie abgesperrt sind, weil du siehst ja irgendwie nichts, womit man das groß absperren könnte. Die aber dann schon so dunkle Ecken führen. Ja, also diese typischen Versorgungswege, wenn man so will, ne? Ja, das sind halt, offensichtlich würdest du die nicht als Versorgungswege jetzt so wahrnehmen. Eigentlich ist es mehr so, als ob jemand will, dass sich jemand verläuft. Also mal guckt, oh, guck mal, hier geht's auch lang. Mal gucke ich mal, wo jemand da langlaufen kann. Und dann ja, kommt man in so eine dunkle Ecke. Dann rufe ich schon. Leute, ich glaube, ich weiß, was die hier für ein beschissenes Spiel spielen. Hier verschwinden Menschen. Und ja, ruft das in die Richtung der anderen. Ja, ich würde mich dann nochmal umdrehen. Zu den dreien meinen, kommen wir jetzt bitte los. Da hinten. wir wollen die schlafen noch. So, ja, ja, richtig. Und wir sollten hier echt mal gucken, weil hier kannst du dich extrem schnell verlaufen. Guck dir das doch mal an, Mann. Du rennst hier doch blindlings in eine Falle in deinem fanatischen Eifer. Ich möchte nochmal raus zur Kasse gehen und mir einen Parkplan holen.
Und da ich ja okkultes Wissen falsche Geisterhäuser habe, also weiß, wo man sich gut verstecken kann, sodass so keiner sieht, möchte ich meine Probe ablegen. So ungefähr, ob ich mir da was vorstellen könnte drunter, wie das denn jetzt hier genauer aussieht. Ja. Vom Aufbau her, wie würde ich das machen, dass mich hier auch ja keiner sieht und mit den Verschachtelungen, dass man da vielleicht auch mehrere Leute versteckt und dergleichen. Ja, brauchst du jetzt keine Probe drauf machen, weil du hast ja das Wissen, irgendwie, wie man so Ecken ausnutzt und wo man so versteckte Schalter macht, dass man so eine kleine Geheimtür irgendwo hat oder so. So Nischen, wo man sich dann auch irgendwie verstecken kann und so, du findest ganz viele davon. So auf den Wegen irgendwie abseits, nah bei den Toiletten sind ganz viele und Also immer ein großes Sammelpunkt. Ja, es gibt halt, geht halt immer irgendwo so eine kleine Ecke ab, irgendwie, wo man irgendwie so, zum Beispiel so ein Stehtisch, der irgendwie neben so einem Stand steht, der aber nicht beleuchtet ist, der einfach so in der Ecke steht. Und sowas. Und du findest auch so Nischen, die auch so mit so einem Art Vorhang irgendwie abgesperrt sind, die man aber ganz einfach so zur Seite ziehen kann, wo genau eine Person halt reinpasst, die sonst irgendwie aber. Warum ist da ein Vorhang vor, diese kleine Nische und sowas, weißt du? Und das hat halt, da steht halt dann wahrscheinlich einer hinter. Ja, und ich hol halt hier auch Jeremiah jetzt. Schau's dir an. Ich geh hin, guck da hin, guck mir die Ecke an, mein, da passe ich nicht rein. Nein. Komm mal bitte los. Die schlafen noch. Solange die schlafen, haben wir einfache Arbeit. Ja, richtig, super. Und dann laufen wir hier raus und verirren uns in diesem Labyrinth aus Gängen. Mein Gott, wer ist denn da noch übrig? Du gehst da viel zu positiv an die Sache dran. Ich weiß, Gott wird mich finden. Während die diskutieren, würde sich Dave ein bisschen umgucken, ob ich eine Kamera sehe. Dave, du musst ja erstmal nochmal beantworten, ob du was von deinem Fett abgibst. Achso, ja, wenn er mich fragt. Was willst du damit, Konstantin? Was willst du mit? Ich möchte dir einen Pappbecher abfüllen. Also, ich wollte einen Pappbecher Fett haben. Trinkt ganzes Zeugs ja nicht wirklich. Oder was hast du mit vor? So, nur könnte ich schmeißen. Ja, gut. Ja, von mir aus. Ich fülle ihm was ab und nehme eine Kanister wieder. Dann würde ich mich nach einer Kamera umgucken. Ja, das sind überall Kameras. Ob ich eine Überwachungskamera sehe. Also gut. Ich weiß nicht, ob die leuchten, ob man das sehen kann, ob die an sind oder nicht an sind. Du kannst keine Blinklichter erkennen. Okay, aber ich würde mal ich würde das mal austesten. Sind es Schwenkkameras oder sind es fest installierte, die in eine bestimmte Richtung gucken? Also soweit du erkennen kannst, sind es fest installierte. Zumindest bewegen sie sich nicht. Okay. Also ich würde dann mal ganz nah an eine rangehen und würde dann sagen, genau, würde kurz in die Kamera winken, wollen ganz nah rangehen. Wir sind mit eurem Chef verabredet. Mhm. Ihr solltet ihn wecken. Und würde ganz lieb in die Kamera grinsen. So, Konstantin geht an den Eingang nochmal zurück und spielt so ein bisschen mit seinem Fettbecher und sucht nach einem Plan so einem Eintrittsplan, so einem Lageplan, wo hier welche Attraktion irgendwie zu finden ist und findest dann auch so einen Flyer, wo halt so grob aufgezeichnet ist, wo welche Attraktion ist. Ist halt wie in der Mitte dieses große Schloss mit der Achterbahn. Dann gibt es noch, was man halt so findet in so einem Vergnügungspark, so ein Freefall Tower und geht alles mögliches, kleines Fahrgeschäft, mäßiges Zeugs, Geisterbahn natürlich, gibt es mehrere und zu unterschiedlichen Themen. Aber was dir auffällt, ist, als du da dieses Häuschen da durchsuchst, dieses Kassenhäuschen, dass da ein Aufkleber an der Scheibe ist, der irgendwie, also das ist irgendwie so EC-Karten, Symbole und so ein Zeugs, ne? Und unter anderem auch so ein Ding an der Scheibe klebt, was eine große rote Hand zeigt, die durchgestrichen ist. Okay, und im gleichen Abendzug würde ich mal probieren, an irgendwas Knopfigem rumzuspielen. Ja, das stellt halt Computer rum, kannst du gerne machen. Irgendwie, aber scheint irgendwo kein Strom drauf zu sein. Ja, das würde mich halt interessieren, ob Strom drauf ist. Nee.
Scheint nicht so zu sein, zumindest. Ich würde den Kopf aus dem Kassenhäuschen strecken und nach Jeremiah rufen und nach dem Handsymbol fragen. Ja, da ruft irgendwie der Konstantin zu dir rüber, Jeremiah, und in dem Augenblick hörst du wieder dieses Gesäusel in deinem Kopf. Sind nur Ballast in deinem Fuß. Wir müssen zum Schloss. Beeil dich, bevor die Sonne wieder untergeht. Diesmal muss ich der Stimme in meinem Kopf recht geben. Ich gucke so Konstantin und mein jetzt, komm jetzt. Ich gucke, komm jetzt und ach ja, Dave, du auch. Und ohne weiteres laufe ich dann auch Richtung Schloss los. So einfach der Nase nach. Ich werde den Weg schon finden. Hast du was gefunden, Konstantin? Hey Leute! Ja. Hier ist was. Was hast du denn gefunden? Ja, ich gehe in Richtung Konstantin. Ja, es ist das erste Mal seit einer relativ langen Zeit, dass Dave auch dieses Handsymbol wieder mal sieht. Ja. Ist durchgestrichen. Mhm. Dann denke ich mir so, klapper ich so. Vor mich hinten, diese Wu ist mir doch durchaus jetzt schon ein wenig sympathischer. Also, die Hand hat mich doch zum Mazza geführt, oder? Ja, die Hand ist was Böses. Die Hand sind, glaube ich, die bösen Jungs. Ich dachte, das wären die Guten. Nee, die Hand sind die Hand ist definitiv böse. Und wenn die Hand durchgestrichen ist, so wie die dürfen hier nicht rein. Ich war ja bisher pro Hand, ne? Pro Hand. Ja, ja, deshalb hat ja dein Hund auch mir die Hand abgebissen, genau. Pro Hand. Pro meine Hand. Die dürfte jetzt blutig sein, ja. Ja, der war auch pro Hand, der Hund. Ja, Jeremiah kann sich das gerne auch nochmal angucken, ist halt ja, eine Hand, die durchgestrichen ist. Aber schon lang losgelaufen. Ja, okay, du läufst schon. Wie gesagt, ich habe allen gesagt, kommt jetzt und bin dann losgelaufen. Was macht John? Läuft er denn irgendwie mit? Jeremiah, ja, John, oder bleibt er mit Dave und Konstantin vorne stehen bei der Hand? Ich werde tatsächlich bei Dave und Konstantin bleiben, weil der Jeremiah, der ist ein bisschen... der geht da viel zu positiv an diese ganze Jagd ran. Ja, dann merkt Jeremiah, dass er so nach 10, 20 Metern irgendwie, dass die nicht kommen. Ist mir egal, ich laufe jetzt dahin. Okay. Wenn da Vampire sind, dann töten wir die. Und wenn ich das wieder mal allein machen muss. Und die Parole halten mich auch nicht auf. Und ich sag's auch so, wenn ich die Hand sehe, hey, habt ihr euch hier mal in den Ecken umgeschaut? Hier sind überall tote Winkel und dergleichen und irgendwelche Kammern, wo die anscheinend... Ich glaube, die machen hier... Ich verschleppen hier Menschen oder entführen die oder sonst wie was. Ich weiß nicht. Oder... machen, was Vampire auch immer mit Menschen tun. Was auch immer, der Bluttrinken wahrscheinlich, aber ich denke mal, diese Ruhe ist vielleicht eher auf unserer Seite. Glaube ich auch, und wir müssen ja jetzt nicht alle hier umbringen. Ich meine, denkt ja nicht mehr an meine Familie oder sowas. Das ist voll der Psychopath. Ja, ich kann dich verstehen. Also wir sollten auf jeden Fall mal mit diesem Mr. Wu reden, und wenn er uns blöd anlabert, dann können wir ihm nur noch den Kopf abschlagen, aber Jeremiah geht ein bisschen übereifrig an die Sache. Hey, ihr habt den letzten gesehen, der nur auf diesem Stuhl saß. Der ist schneller als wir. Also ich glaube nicht, dass wir gegen den Wu eine Chance haben. Das will ich jetzt nicht mal. Also, hier ist irgendwas Faules am Gange. Und Fakt ist, die Vampire haben uns geholfen. War jetzt wiedererkennbar. Ja, aber ich würde hier trotzdem vorsichtig sein. Wenn hier irgendeiner, glaube ich, von uns Scheiße baut, dann... Na gut, ich habe uns schon mal angekündigt. Eine Frage an euch. Die Vampire haben deine Familie und die Vampire, ich weiß nicht, was sie mit dir zu tun haben, Dave, aber die Vampire haben Druckmittel gegen uns. Sollten wir unbedingt zu den Vampiren mit einem Vampir-tötenden Psychopathen gehen? Also, wir sollten vielleicht so negativ auffallen, wie er auffallen wird, weil, ganz ehrlich, das kann ganz schön nach hinten losgehen und gerade auch, wie der wieder drauf ist. Der denkt hier gar nicht nach.
Was ist denn, wenn sie in der Überzahl sind und wir weglaufen müssen? Das ist hier ein riesiger... Wir sind in der Überzahl. Wir sind vier. Ach, im Zweifelsfall könnten wir sagen, wir hätten ihnen ein Gastgeschenk mitgebracht. Ja, genau. Ja, gut, das ginge. Aber schau dich doch mal hier um. Schaut euch doch mal an und dann zeige ich euch mal so ein paar Ecken und so Vorhänge und so. Auch gerade an so Ecken, wo ihr denkt so, wow, da war doch gerade gar nichts. Können wir da mal reingucken hinter so einem Vorhang? Ja, klar. Was ist das? Das ist halt einfach nur so eine Nische, wo einer drinstehen kann. Warum steht er da? Da steht ja keiner, das ist halt einfach nur eine Nische. Ich hatte halt Platz für zwei Männer, zwei aber ausgewachsene, breite Männer. Ich klopfe alles so rundherum ab, ob ich da irgendeinen Hohlraum finde. Nö. Warum sollte jemand hinter einem Ach, hier könnte ein Erschrecker stehen. Das wäre auch logisch, oder? Ja, genau. Hier kann sich einfach jemand hinter verstecken und, ne? Und gerade mal, wenn wir hier irgendwie raus wollen, die wissen doch hier die ganzen Geheimgänger, dann sind wir ziemlich am Arsch. Fakt ist, die wollen was von uns. Wir sollten jetzt aber doch mal los, so langsam. Nicht, dass Jeremiah wieder irgendeinen Mist baut und wir das dann wieder auslöffeln dürfen. Ach so, wie letztes Mal so, oh, ich habe die Papiere umgebracht, mit denen wir noch halt am Verhandeln waren. ich habe ja ein paar... Das war so nicht ganz. Das war ja irgendwie jemand anders hat sie umgebracht. Aber gut. Ich will es nur noch mal ins Gedächtnis rufen, dass Jeremiah keinen von euren Verhandlungsvampiren getötet hat. Das war dir alles schön alleine, ja? Also, wenn, dann töte ich jetzt Vampire. Wenn ich finde. Verbessern, das war Dave alleine. Und nicht wahr? John hat auch einen getötet. Und ganz bestialische Art und Weise. Ich war ja Konstantin hat geschlafen. Nee, Konstantin war da schon wach. Er hatte ja die Idee mit der Strecke mal ein bisschen. Ich würde halt den Parkplan aufklappen und so navigatorisch die beste Route angeben, wie wir zu diesem Schloss kommen. Ja. John, du hast ja dieses kleine Büchlein von Jeremiah ja durchgelesen gehabt, ne? Stimmt. Dann erkennst du auf dem, dass der auf dem Park auch irgendwie, da sind so kleine Symbole halt immer drauf, irgendwie so, die so bestimmte Sachen anzeigen. Und der Park scheint irgendwie aufgeteilt zu sein in verschiedene Bereiche. Und zum Beispiel der Märchenschlossbereich in der Mitte, der ist markiert mit so einer Art, ja, so ein Blumensymbol, würdest du sagen. Du kennst das Symbol wieder. Das stand auch in diesem kleinen Heftchen von Jeremiah, aber du weißt nicht mehr genau, was es bedeutete. Da könnte man jetzt Dave fragen, der meine Bibel hat. Ach, also, du hast sie mitgenommen, ja, okay. Ich habe sie Dave gegeben, nachdem John sich als unfähig herausgestellt. Gibt es halt auch noch irgendwie so ein Symbol, was so ein bisschen aussieht wie ein Anarchiesymbol, aber so irgendwie verquert ist. Wollen wir aus dem Buch nochmal nachgucken zur Sicherheit? Ja, ich stehe da auch vor und schau da mal genauer hin. Dann erkennst du auch irgendwann das Maskensymbol, was ihr schon mal gesehen habt in der Kanalisation. Es scheint ein ganz kleiner Bereich zu sein bei den Toiletten. Ja, und dann schaue ich mich so an. Okay, wenn da die kleinen Gremlins-Viecher wieder sind, will ich da nicht hin. Dann lass uns wieder wegfahren. Das scheinen Clan-Symbole zu sein. Mhm. Ja, dann sag ich auch, irgendwo habe ich die schon mal gesehen. Hier, schaut doch selber mal. Wenn ihr sowas seht, wir sollten vielleicht darauf achten. Das scheinen auch irgendwelche Zeichen von ihnen zu sein. Während ich so durch den Park laufe, sehe ich auch Clan-Symbole. Ja, du läufst irgendwie schnurstracks auf dieses Schloss zu und auch diese Stimme in deinem Kopf meldet sich hin und wieder. Schneller, schneller, bring mich dahin! Und du bist irgendwie ziemlich getrieben von noch schneller zu machen. Guckst dich ganz kurz um und keiner mehr da. Scheiß auf die drei. Und in der Tat läufst du dann, als du in diesen Märchenbereich irgendwie reinläufst, erkennst du dann irgendwo auf so einem Torbogen auch dieses Rosensymbol. Okay. Ich gucke so hoch und denke so bei mir,
Tories. Keine wirklichen Gegner. Das werden die ersten sein. Grinse und greife meine Axt noch fester. Und wenn ich an das Tor ankommen würde, würde ich die Axt so richtig gegen dieses Tor knallen lassen. Mit der breiten Seite aber. Mhm. So nach dem Motto, ich wecke jetzt mal alle, die da drin sind. Ja, es gibt ein richtiges wummerndes, hämmerndes Geräusch, was auch durch quer durch den ganzen Park zu dröhnen scheint und auch bei John, Dave und Konstantin irgendwie laut noch zu hören ist. Habt ihr es auch gehört? Das ist schon fast so, als ob das so gewollt wäre, dass wenn jemand an diese Tür klopft, es im ganzen Park zu hören ist. Jeremiah scheint durchzudrehen, aber gut. Ja. Wollen wir ihm hinterher? Oder was wollen wir machen? Ich kann mit diesen Symbolen nichts anfangen, außer das mit der Maske. Ich würde gucken, ob die rote Hand irgendwo da drauf ist. Wahrscheinlich nicht. Nein. Ja, das scheint. Ja, unsere Freunde, die wir schon kennengelernt haben. Und die anderen Symbole sagen mir nichts. Du hast doch das Buch gelesen. Es macht halt voll Sinn, dass bei den Fressständen in der Nähe dieses Eissymbol ist. Das ist doch nicht normal. Eis am Stiel-Symbol. Ja. Das ist übrigens aus der Spiegelkabinett in der Ecke. Du hast das Buch gelesen, John. Ja, er hat es mir ja aus der Hand gerissen. Deswegen, ich weiß, dass da irgendwo so was stand. Das ist so, ja, du hast, weißt halt noch vom Lesen, dass die Vampire sich in verschiedene Unterarten quasi aufsplitten. Das hat irgendwas mit... Also, ich habe halt noch was gelesen wegen Unterarten und so. Und da waren halt diese Zeichen. Keine Ahnung, was das bedeutet. Das sage ich ja die ganze Zeit. Irgendwelche Gangsymbole. Wahrscheinlich. Ich weiß, ein bisschen komisch, dass es vielleicht in so einem Park ist, aber... Und jetzt? Jeremiah hinterher, oder? Jetzt hört man ein lautes Quietschen, während bei Jeremiah sich dieses Tor ganz langsam quietschend, klischee-mäßig nach innen öffnet und man scheint so an so eine Art Orgelmusik einsetzt, so... Ich würde mich kurz mal umgucken, weil ist ja jetzt hell draußen, dass ich die Tore, ob die einen Mechanismus zum Öffnen oder Schließen haben, oder ob ich die verkeilen kann. Also entweder zerstöre ich den Mechanismus oder ich verkeile die Dinger, sodass die offen stehen bleiben. Ja, dann verkeil den mal. Kannst du ruhig machen. Okay. Ja, dann verkeile ich die kräftig mit. Du siehst halt den Eingangsbereich, zu dieser Achterbahn. Und ist halt auch alles so ein bisschen schlossmäßig, mittelalterlich angehaucht. Sieht dann irgendwie so eine Abbildung von so einer bösen Fee und sowas auch. Und so ein paar Ritterrüstungen, die da rumstehen. Und es geht halt, du suchst halt wahrscheinlich nicht nach dem Eingang für die Achterbahn selber, sondern eher so nach, wo geht's hier weiter? Und siehst dann so eine... Stuff only. Genau, so eine relativ große, aber so eine große Tür, wo Stuff only draufsteht, wo, naja... die schon sehr präsent irgendwie da ist. Und du siehst auch die ganzen, alle Clan-Symbole über dieser Tür prangern. Zwar ganz klein, sodass man, sodass deinem geschulten Blick fällt das sofort auf, aber so ein Besucher... Und Clan Toreador ist hervorgehoben. In die Mitte, ja, in der Mitte natürlich. Ja. Ich grinse so bei mir und denke mir nur, ach, herrlich einfach. Ich werde ihm ein paar schöne Dinge zeigen. Und würde durch diese Tür gehen. Ja. Und diese Tür lässt sich relativ einfach öffnen, scheint nicht verschlossen zu sein oder so. Siehst zwar irgendwie so ein Mechanismus, wo man Ketten irgendwie einziehen kann, um die zu verschließen. Aber ist jetzt irgendwie keine Kette dran. Ja, und dann, mein Gott, die schlafen alle. Dann geht es halt tief in die Katakomben dieses Hügels oder dieses Berges, auf dem dieses Schloss gebaut ist, nach unten. Dann würde ich... Und es ist dunkel. Ist da Licht? Ja, ist dunkel. Ist da Licht? Ja, das ist dunkel. Gibt es da Fackeln, Taschenlampen, irgendwas in die Richtung? Keine zu sehen.
dann würde ich mich erstmal außenrum umgucken. Mhm. Also in diesem Eingangsbereich, beziehungsweise wenn es da zur Achterbahn hochgeht, dann wird es da bestimmt auch so einen Bedienerbereich geben, mhm, und gucken, ob da jetzt noch so ein Souvenirstand Taschen und so weiter. Ja, genau, ob es da irgendwie so eine. Ja. Mit Taschenlampe gibt oder am besten was kräftiger ist als eine Taschenlampe, also so richtig Baustrahler. Nee. Kein Glück. Aber dann während du suchst eine ganze Zeit lang und währenddessen können wir ja die anderen drei nochmal machen. Hat doch dieses Quietschen nochmal gehört. Von einem Tor, was sich öffnet, und hört jetzt so doch leise irgendwie Orgelmusik aus der Richtung des Schlosses. Mhm. Orgelmusik? Ja. Die so ein bisschen halt gruselig sein soll, aber es nicht wirklich ist. Konstantin ist angenehm überrascht und freut sich über die Musik. Das ist dann nur so ein ganz leichtes Ding, was irgendwie kommt. Es scheint irgendwie, es schallt halt quer über den ganzen Park bis zu euch hin, aber bei euch ist es relativ leise. Und jetzt sagen wir Jeremiah hinterher. Vielleicht besser so. Ja. Wir sollten vielleicht ein bisschen Abstand halten. Ich will jetzt nicht mit seinem Unsinn in Verbindung gebracht werden. Jetzt aber denk nochmal nach, was bedeuten denn Symbole? Die stehen ja für verschiedene Dinge. Je mehr wir wissen, desto besser. Ja, du hast das Buch doch da, alle, oder nicht? Kannst du nachlesen? Ja. Dave hat es sicherlich nicht mitgenommen. Ah, okay. Also das haben wir bestimmt im Auto liegen, Dave. Mal raus. Also Dave wird sich, also so wie ich Dave kenne, wohin Jeremiah gesagt hat, da liest das Buch. Hat Dave so kurz drüber geflogen, hat es dann wieder weggelegt. Hat es garantiert nicht angepackt. So warst du. Das ist Dave, wie wir ihn kennen. Jo. Ja, eindeutig. Das ist leider Dave, wie wir ihn kennen. Die wichtigen Dinge werden auch da gelagert, wo ihm nichts passiert. Das ist immer gut. Gerade nicht. Da ist das Buch definitiv in Sicherheit. Das stimmt. Kann ich nochmal zurückfahren? Da können wir auf keinen Fall mit ihm in Verbindung gebracht werden. Ich glaube, rauskommen tun wir ja auch nicht mehr. Oder wir können zumindest dazwischen gehen, wenn der Verrückte mit der Axt wieder loslegt. Du meinst Dave? Stimmt, das war Dave. Dave hat immer Hate. Ja, man hat die Kills, wir wirklich erinnern uns. Der Verrückte mit der Axt, der ist gerade nicht bei uns. Der stürmt die Burg. Ja, also das Märchenschloss. Der sucht die Prinzessin. Prinzessin Lilifee Jaguar, ja, so ewig. Na gut. Aber hier zu stehen und Wurzeln zu schlagen, bringt auch nichts. Das hält uns am Leben. Für wie lange? Ach, ich glaube nicht, dass die uns was tun wollen. Sonst hätten sie uns schon früher getötet. Ich versuche, Mr. Wu nochmal anzurufen. Mhm. Es klingelt. Und es nimmt tatsächlich jemand ab. Niemand. Sekretär von Mr. Wu, was Queen darf ich melden? Ich mach das Telefon auf Lautsprecher. Guten Tag, wir würden gerne um eine Audienz beten. Sie sind doch schon drin. Im Kassenhaus, ja. Ja, warum laufen Sie denn nicht weiter? Sie wissen, wohin denn? Ja, zum Schloss, natürlich.
Ist die Orgelmusik von Ihnen? Ich dachte mir, ich untermale euren Marsch ein bisschen mit netter Musik. Oh, das finde ich nett. Nein, habe ich nicht. Euer Kollege hat die angemacht, indem er das Tor geöffnet hat. Funktioniert schon ziemlich gut, oder? Ja. Was ja, kommen Sie eigentlich zu einer solchen tagschlafenden Stunde zu Mr. Wu? Ist eigentlich fürchterlich. Wir wollen nochmal darauf hinweisen, dass es früh ist. Auch und auch? dass wir nicht für die Aktion unseres Freundes verantwortlich sind. So, so. Also sollen wir ihn nicht reinlassen. Man sollte ihn vielleicht mit Vorsicht behandeln. Heißt? Ihn nicht unbeaufsichtigt lassen. Ach, das sind halt ja sowieso nicht. Okay. Sonst noch was? Habt ihr noch was? Ich reite ein bisschen Zuckerwatte für euch vor. Oh, das ist super. Etwas Nahrhaftes wäre mir lieber. Ja, und ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass wir nichts mit dem Herrn zu tun haben, der... Ja, legt auf. Ja. Oh Gott. Jeremiah denkt gerade, Kameradenschweine. So, ja, Jeremiah findet leider nichts, womit er nicht machen könnte. Dann würde ich mir so eine... Da gibt es bestimmt so... Ach was, ich nehme einfach ein Stück Teppich, wickel es mir um den Axtkopf und zünd's an. Ja, das kannst du natürlich machen. Hast eine kleine improvisierte Fackel. Exakt, und dann würde ich da runtergehen ins Dunkel. Also, ins jetzt helle. Ja, hell ist relativ, aber es stinkt bestialisch vom Teppich her und es brennt auch nicht wirklich vernünftig, aber zumindest ein bisschen Licht hast du. Ich sollte doch genügend sehen. Ich habe vor ein paar Stunden erst noch mal ein bisschen was getrunken. Ja, deswegen sage ich ja, dass du von einem halbwegs vernünftig was sehen kannst. Und ja, biegst irgendwie um 1000 Ecken, es geht immer weiter runter und dann öffnet sich dein Blick in so einen großen, so eine Art Empfangssaal, würdest du sagen. Und hier ist es dann auch auf einmal wieder etwas heller, weil als du dann über die Schwelle trittst, gehen Lichter an. So irgendwie wie von so einem Bewegungsmelder, halt diese so Neon-Dinger an. Und da ist ein großer Sekretär vor dir aufgebaut, hinter dem irgendwie ein ziemlich verkrüppelter Mensch zu sitzen scheint. Irgendwie so den Kopf so mehr auf der Schulter als auf dem Hals. Okay. Und irgendwie auch so ein Auge höher als das andere. Und ein ziemliches Grinsen hat. Irgendwie rechts neben sich so eine komische Maschine steht, in der er gerade so rumrührt. Und dann, oh, Sie sind ja schon da. Verdammt. Rückt dann nochmal alles so schon auf dem Schreibtisch zurecht. Kann eine Zuckerwatte für Sie? Ich gucke ihn ernst gemeint an, klopf meine Axt den versporten Teppich so an seinem Tisch ab, gucke ihn an und mein: Seit wann hat Clan Toreador so hässliche Gude? Das ist aber eine Beleidigung. Dann gucke ich ihn nochmal so ganz ernst gemein an und da sagt dann so: Entschuldigen Sie mein Benehmen. Mein Name ist Hill. Jeremiah Hill, ja, ich weiß. Ja. Ich bin der Ghoul, ehemalige Ghoul von William H. Bonney. Ja, und Schlechter von Sally und Tom und sonst irgendwie. Ja. Ich weiß Bescheid. Du siehst jetzt irgendwie, dass er ein bisschen traurig wirkt, weil du gesagt hast, er wäre hässlich. Ich gucke ihn. Kann ich doch nichts für, dass ich die Tagschicht habe. Schläft denn der werte Herr noch des Hauses? Natürlich schläft er noch.
Ich darf ihn niemals wecken. Niemals zeigen. Wecken, hat er gesagt. Niemals wecken. Das werde ich nicht. Würden Sie mir den Weg zeigen? Ich kann Sie hier lassen und ich kann jemanden holen, der ihn wecken darf. Ich darf ihn nicht wecken. Wir wollen ihn doch nicht wecken. Sie sollen mir nur den Weg zeigen. Das kann ich nicht tun. Tut mir fürchterlich leid, aber ich könnte Ihnen eine Zuckerwatte machen. Ich würde ihn gerne nochmal so durch meinen Kopf durchgehen lassen. Ist er, weil er ist einfach zu wichtig für Gran Toreador als gut. Würde er als niederes Mitglied von Clan Nosferatu hier Dienst tun? Könnte sein. Und Sekunde, ich muss was. Sieht halt aus wie so ein kleiner Igor halt, ne? Ja. Yeah. Ich gucke ihn nochmal ernsthaft an und sage, ich würde sie Ihnen jetzt empfehlen, dass Sie mich zu Ihrem Herrn bringen. Aber das kann ich nicht tun. Ich würde mit der Axt ausholen und auf seine Schulter einschlagen. So, dass sie so schön am Arm nach unten und der Arm so in diese Zuckerwattenmaschine fällt und dann anfängt zu kreisen. Mhm. Ja, der ist nicht imstande, da groß auszuweichen und mit einem gekonnten Hieb spaltest du ihm, das spritzt alles irgendwie rüber und der Arm kreist. Der fängt fürchterlich an zu brüllen und zu schreien. Riecht's nach Vita oder riecht's nach Blut? Riecht nach Blut. Ich gucke ihn nochmal ernst an. Kleiner Ghoul, bring mich zu deinem Herrn. Jetzt. Ich sterbe! Mein Arme! Sie krümmelt sich jetzt nur auf dem Boden und versucht so krampfhaft irgendwie seine Armwunde abzuhalten. Gut. Ich würde mich in dem Raum umgucken, auch wenn er schreit. Lass ihn liegen. Ja. Gibt's hier einen Ausgang in einer Sitzposition für einen Herrscher angemessen? Also es ist hinter diesem Sekretärtisch ist halt so eine Art Podest aufgebaut, auf dem so ein Thron aufgebaut ist. Ja, da könnte man halt drauf sitzen, wenn man Herrscher wäre, aber ja. Ja, ansonsten gibt es ganz viele Türen und zwar sind die halt so im Halbkreis hinter dem Thron alle so angeordnet. Das sind bestimmt 20 Türen. Wie viel? 20 Türen. 20 Türen. Mhm. Dann würde ich gerne bei Tür Nummer 1 anfangen und die öffnen. Ja, sie ist verschlossen. Und sie hat auch keine Klinke und kein Schloss. Dann würde ich sie eintreten. Ja. Nimmst Anlauf, läufst dagegen und tust dir fürchterlich den Fuß weh. Dahinter ist okay. Das Lager der Dark Lord weitergehen. dann würde ich mal an dem Sekretär Tisch gucken, ob es da irgendeine Bedieneinheit gibt. Ja, da ist halt ein Computer, der läuft, wo mehrere Bildschirme sind, wo du halt den ganzen Park überblicken kannst. Mhm. Aber müsstest halt dich in den Computer reinhacken. Du hast jetzt nicht so die Ahnung von Computern. Ich würde dann so runtergucken zu dem Sekretär. Wie kriege ich die Türen auf? Gar nicht! Wie gar nicht? Ich sagte doch, ich kann das nicht tun. Und wer kann es tun? Die Herrin kann es tun. Wo finde ich die Herrin? Die findet einen. Nicht am Tag. Wo finde ich die Herrin? Du gar nicht. Ich werde mein Leben für dich ausbluten. Ich werde dich nicht verraten. Nein, niemals. Okay, ich würde so den Flachmann aus der Tasche holen und drauf gucken, ihn nochmal angucken und mein trinkt das. Und ich gebe ihm einen sehr kräftigen Schluck von meinem ehemaligen Herrn. Ist dann irgendwie schnuppert da kurz dran. Nee,
Nein, nein! Niemals! Darf ich nicht? Zwangsfütteriin. Hm? Ich zwangsfüttere ihn. Zwangsfütteriin. Also, der trinkt guten Schluck davon. Dann trinkt er einen guten. Ich weiß nicht jetzt, welche Generation genau mein Herr war, aber er sollte höher sein als die Herrin. Das stimmt. Vielleicht schon. Billy the Kid, bin ich mir ganz sicher, dass er höher war als die Herrin. Ja, vielleicht. Schwenken wir wieder rüber zu den anderen, die sich jetzt vielleicht entschieden haben zu gehen oder doch nicht. Wir wollten ja tatsächlich dann los, ne? Aber wir schon so eine nette Einladung haben. Wollen wir noch anrufen? Ich glaube, die Zuckerwatte. Wenn du jetzt das Bild von dem Arm im Kopf hat, ist es. Ich würde mal gucken, ob ich Netz habe. Du hast Netz. Zwar nicht viel, aber du hast Netz. Willst du vielleicht mal deine Familie hier anrufen? Das ist ja nicht mein Bier. Ich kann meine Familie nicht anrufen. Nicht du! Ich gucke auch mal, ob ich Netz habe. Ja, nicht viel, aber du hast Netz. Oh, ich ruf mal an. Ja, es tutet, aber es kommt dann irgendwann die Mailbox dran. Ja. Das war wohl nichts. Ja, ich lasse dann auch keinen Nerv. Krieg erstmal auf. Ach, verdammt. Jedes Mal diese blöde Mail. Nee, ich ruf nochmal an. Mailbox, verdammt. Einfach nur. Ja, nochmal hier. Ja. Ich würde mal einen Freund schreiben. Oh, du hast Freunde? Das sage ich dir nicht, das sage ich dir nicht. Ich schreibe halt eine WhatsApp-Nachricht an jemand, mit dem ich in den letzten Tagen schon das ein oder andere Mal Kontakt habe. Nicht, dass du denkst, ich würde nicht mehr leben. Also ich bin schon noch da und werde dich bald besuchen. Vermisse dich, John. Dann komm zurück, ich vermisse dich doch auch. Kann ich in der Zeit mal gucken, ob Geld in der Kasse ist? Ja, ist kein Geld drin. Na. Ich gehe raus und mache mich in Richtung Schloss. Mhm. Mit der Karte voraus. Ja. Dann schreibe ich noch zurück, soll ich Mr. Wu grüßen? Ich bitte darum, komm zu. Müsste nur noch deinen Namen wissen. Max. Das habe ich jetzt richtig verstanden, Max. Ja, ich dachte, das wüsstest du. Ich glaube nicht. Da habe ich dich wohl überschätzt. Kommt so ein Clown-Smiley zurück. Ich würde mal noch zurückschreiben, kennst du einen Mr. D? Kommt nicht mehr zurück. Na, lasst uns losgehen. Ja, ihr geht los und bei Jeremiah angekommen, der findet sich, als hätte er gerade das schlimmste Gift getrunken, was es gab. Und dann hört Jeremiah das, ich glaube, es ist sogar eins der ersten Male, die das überhaupt hört, so ein Klatschen. Und da sitzt jemand so auf dem Thron. Schräg, so die Füße so hoch. Und dann setzt er sich auf, setzt sich wieder auf die andere Seite. Ach nein! Das ist ja fürchterlich. Den nehme ich nicht. Ich guck hoch. Unter dir. Ja, da sitzt halt jemand ein junger Mann mit sehr adrettem Aussehen, Anzug und Krawatte. Habe ich den schon mal gesehen? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob du ihn schon mal gesehen hast. Ich glaube nicht. Vero schüttelt den Kopf. Vero ist allwissend, also habe ich ihn noch nicht gesehen. Ich glaube auch nicht. Gruppe sah in der Konstellation noch nicht begegnet. Gut. Nicht in deinem Fall sein.
Ja, er steht dann von diesem Thron auf und guckt so ein bisschen verächtlich auf den Thron runter und guckt sich so im Raum um. Ich gucke ihn dann ganz ernst an und mein... Ah. Der Kleine hier schreit nach seiner Herrin. Sie sind keine Herrin. Oh, B. Es ist taghell draußen. Das haben Sie wunderbar erkannt, Mr. Hill. Zu seinen Herren. C. Welche Schattengestalt sind Sie, dass Sie, ohne dass ich Sie mitgekriegt habe, hier reingekommen sind und sich auf den Thron gesetzt haben? Oh, Sie dürfen mich D nennen. Mr. D. Da streckt er so die Hand hin und da die Treppe runterkommt. Ich schlag mich ein. Ich gucke ihn ernsthaft an. Ach, Sie sind das, von dem die Neulinge da dauernd reden. In der Tat, in der Tat. Und ich konnte leider nicht ganz zulassen, dass Sie hier den besten Macher von Zuckerwatte in ganz New York so einfach hier so quälen. Das ist ja fürchterlich. Außerdem hatte ich diesen Stuhl noch nicht ausprobiert, aber er ist es nicht. Ja. Nein. Er wollte meine Fragen nicht beantworten. Und jetzt will ich ihm ja helfen. Ich will seine Blutung stillen, aber er will ja wohl nicht trinken. Wenn Sie mich entschuldigen, ich würde ihm nochmal die Flasche so richtig in den Hals reinrammen und dann so gluck, 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 das reicht. Flasche zu, in die Innentasche. Ah, das ist so zuvorkommend von Ihnen, Mr. Hill. Ich hätte nichts anderes erwartet. Ich hoffe, dass seine Geschicklichkeit nicht gelitten hat. Es wäre echt schade, wenn ich den zweitbesten Zuckerwattenmacher in New York finden müsste. Ich bin eh schon so beschäftigt. Nochmal zu Punkt C. Welche Schattengestalt sind Sie? Oh, ich bin ich. Nun ja, Vampire schlafen, Werwölfe pellen. Nein, 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 ich bin kein Vampir oder Werwolf. Das wäre mir viel zu lästig und viel zu anstrengend. Könnte ich meinen Geschäften gar nicht nachgehen. Eigentlich geht er mir nur auf die Nerven. Ich gucke wieder runter zu dem Ghoul. Willst du mir jetzt verraten, wie ich die Türen aufkriege oder wo ich jemanden finde, der die Türen aufkriegt? Ich kann die Türen doch nicht aufmachen. Wo finde ich die Türe öffnen kann? Sie finden einen... Das ist Teil des Schutzmechanismus, dass niemand außer ihn selbst das aufmachen kann. Wo finde ich die Herrin? Hinter Tür Nummer 5. Wie kann ich die Herrin wecken? Ganz laut schreien und auf den Boden legen und die Tür ablecken. Okay, ich würde so ganz laut schreien, guck ihn an, das klingt gut. Mit der Axt ausholen. Ja, ein bisschen tiefer. Aufs Knie mit der stumpfen Seite schlagen und dann die Türen zu abzählen. 1, 2, 3, 4, 5. Zu Tür Nummer 5 gehen und mit dem Axtkopf mit der stumpfen Seite gegen die Tür hämmern, bis sie aufgeht. Oder kaputt geht. Oh, das könnte spannend werden. Und der Mr. D läuft halt die Treppe runter, setzt sich auf den Bürostuhl von dem... Ja. Kommen Sie zurecht, Mr. Hill? Oh, der ist schon ziemlich bequem hier. Könnte sein, dass er es ist. Machen Sie sich nicht die Mühe, Sie werden die Tür nicht aufkriegen. Notfall kriege ich den oder die dahinter wach. Das ist möglich. Eben. Er sagte laut schreien, er schreit laut. Ich klopfe laut. Ja, er sagte sollte auch, beides dazu führen, dass sie aufwachen. Wollen Sie? Ich oh Gott, bewahre, so ich möchte sie ja nicht wecken. Die Neulinge könnte ich Ihnen vielleicht Tor 3? Tor 3 hat nichts mit Lecken zu tun. Ist vollkommen egal. Hinter Tor 3 ist der Zaun. Ja.
Ich würde mich dann so aufhören, mit der Axt zu schlagen. Sie mich ignorieren wollen, Mr. Hill. Das ist nicht gut. Wenn ich ignoriert werde, werde ich immer sauer. Ja, sie beantworten meine Fragen nicht. Also lohnt es sich nicht, mit ihnen zu reden. Wieso? Greifst du in den Mantel? Ich habe nie ihre Fragen beantwortet. Ich bin immer ganz ehrlich. Zieh eine Bärenfalle raus und stammt die vor Tür Nummer 5 auf. Mhm. Verriegel die. Stell mich dann so neben die Bärenfalle und klopf weiter gegen die Tür. Mein, dann beantworten Sie mir die Frage von Punkt C. Klopf weiter auf die Tür. Ist mir vollkommen egal, der Typ nervt. Punkt C? Ja. Welche Schattengestalt sind Sie, dass Sie sich lautlos an mich ansprechen? Ich bin keine Schattengestalt. Sehe ich so aus wie eine Schattengestalt? Nein, aber Ihr Auftauchen scheint mir wie eine Schattengestalt zu sein. Das ist eine Fehlinterpretation Ihrerseits. Ja, nun denn. Das ist Gespräch. Der Einzige, der hier so ein bisschen schattig ist, scheinen Sie zu sein, wenn ich mir das genau angucke und zur Richtung. Hören Sie Stimmen, Mr. Ist Hill? Nicht mehr als normal. Ignorier den Kerl! Ignorier den Kerl! Mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Das. Ja, die Stimme, die hat schon recht. Ich mach die Tür auf. Ja, versuch's es zumindest, ja. Ja. Und da mir Gott meinen Weg zeigen wird, würde ich diesem Weg auch folgen. Mhm. Ich würde ja Tor 3 aufmachen an Ihrer Stelle. Ist egal. Der Typ interessiert mich nicht mehr. Das ist so ulkig gerade. Ja, okay. An die anderen. Ja gut, wir würden ja dann irgendwann mal im Schloss ankommen. Wenn ich sehe, dass da ja, dunkel definitiv. Ist, würde ich erstmal gucken, ob da irgendwo ein Lichtschalter ist. Nee. Also diese düstere Treppe ist halt nicht beleuchtet. Okay. Die ist düster. Ja, ich meine, unser Kamerad davor hat nicht nach dem Lichtschalter gesucht. Aber arbeitssicherheitstechnisch ist das ja nicht einwandfrei, ne? Das muss man ja schon. Ist es nicht, nein. Na gut, ein Feuerzeug raus, das sollte eigentlich reichen, um da ein bisschen zu leuchten. Außerdem stinkt es auf dieser Treppe unheimlich nach verbranntem Stoff. Entdeckt auch hinter bei einem Kassenhäuschen von der Achterbahn offen, dass da ein Stück Teppich aus dem Boden gerissen wurde. Jetzt fängt das hier schon an. Und man hört von unten tierisches. Ich hab's ihm gesagt. Ja, lasst uns gucken, was da unten los ist. Feuerzeug halt an und notdürftig geleuchtet. Ich pack mir schon mal vor den Kopf, ich kann's mir denken, was da uns erwartet wird. Ja, ich hab halt auch schon die Knarre und die Machete griffbereit. Ja, ich geh auch schon mal eine, die Oder beziehungsweise. Mit dem Feuerzeug ist es schlechte Knarre. Ja, und dann lauft ihr runter und hört dann noch so die letzten, so ein paar Wortgesprächsfetzen. Und eine Stimme kommt euch sehr bekannt vor, das ist die von Jeremiah, die andere eigentlich auch. Das müsste Mr. D sein, wenn ihr euch nicht irrt. Und zwar sagt gerade, ich würde es ja aufgeben mit Tor 5. Tor 3, wenn wir können einen Handel machen. Was ist es Ihnen wert, wenn ich Tor 3 öffne? Ich glaube, das, was Sie suchen, ist hinter Tor 3. Es ist mir vollkommen egal, ich ignoriere ihn. Okay, wir ignorieren ihn. Und dann treten die drei anderen ein. Oh, hervorragend! Unterstützung! Ich atme einmal tief durch. Und Zuckerwatte! Und ja, die Zuckerwatte ist leider aus. Und er guckt Richtung dem Gerät, wo immer noch der Arm rumkreiselt. Ich guck Mr. D sehr, sehr freundlich an und mit dem Anblick in den Augen, als hätte ich nur ihn hier erwartet, weil wer sollte sonst hier auftauchen? Mr. D, es ist schön, Sie zu sehen. Haben Sie Ihren Stuhl endlich gefunden? Fast. Also der Bürostuhl von dem guten dort. Aber ich glaube, dadurch, dass er jetzt so verschmutzt ist, muss ich einen weiteren finden.
Sollte es auch etwas schreien, das Wummern eines Axtkopfes auf eine Türe dröhnt doch sehr in diesem Raum. Ja, da ist jemand vor einem, da sind halt diese 20 Türen hinter diesem Thron und hinter der einen, vor der einen Tür ist eine Falle aufgelegt und er hämmert da die ganze Zeit gegen. Es sind schon so ein paar Beulen in der Tür. Ja, was macht er schon wieder da? Er versucht hineinzugelangen, aber es schafft es nicht. Ich habe gesagt, er soll Tor 3 auftun, aber... Haben Sie ja so gezwungen, dass er seinen Kopf dagegen hämmert, solange... Oh Gott, nein, er ignoriert mich ja völlig. Ich versuche ihm die ganze Zeit gute Tipps zu geben und er ignoriert mich. Nennt mich Schattengestalt. Ich wollte eigentlich noch was fragen, aber ich war so schnell weg. Sie sagten, Sie wollten uns jemanden zur Hilfe schicken. Und was soll in seine Richtung so nicken? War der damit gemeint? Ja. Tut mir leid. Also, ich habe da leider eine Reklamation. So eine wirkliche Hilfe ist ja eigentlich nicht für uns. Ja, und die Hand ist außen abgefallen. Ich sage so ein bisschen leiser mit so einer vorgehaltenen Hand. Und er scheint ein bisschen verrückt zu sein. Ah. Sind wir nicht alle ein bisschen Bluna, Mr. Blair? Ich wollte ihn nur nochmal erwähnen. Ja, aber wenn unser Freund hier sagt, Tür 3 öffnen, Konstantin, mach Tür 3 auf. Komm. Ich suche nach einem Schild, wo drauf steht, Zutritt für Unbefugte verboten. Nee, gibt es nicht. Ich glaube, da geht die Tür nicht auf. Aber ich probiere, Tor 3 zu öffnen. Ganz langsam. Wie gesagt, ist. Wie gesagt, ist. Eigentlich sieht man nur den Türrahmen und kein Schloss, kein Türknauf. Nee, bewegt sich kein bisschen. Ich habe alles getan, was ich konnte. Also wir könnten zwei Sachen machen. Entweder wir handeln, also Mr. Hill handelt mit mir, mit Ihnen habe ich ja schon gehandelt. Oder wir warten, bis es Abend ist und die Türen alleine auf, von alleine aufgehen. Ich setze mich. Aber nicht auf seinen Stuhl. Stimmt, das ist ja... Das ist der Stuhl vom guten alten... wie heißt du noch, mein Kleiner? Kasimir! Mein Gott. Ich bin entsetzt über den Anblick von Kasimir. Ja. Und beuge mich zu ihm runter und frage ihn, was passiert ist. Der hat mir den Arm abgeschlagen. Hat mir den Arm abgeschlagen. Und er hat mich. Hast du ihm etwa keine Zuckerwatte angeboten? Doch, habe ich. Ich habe alles gemacht, was man von mir verlangt hat. Er ist ein Monster. Und dann musste ich dieses eklige Zeugs trinken. Ich hab dir aber gesagt, du sollst aufpassen. Du hast mir gar nichts gesagt. Sie kennen sich. Bist du nicht der Sekretär von Dr. Wu? Mr. Wu? Doch, Tagschicht. Dann haben wir also gerade telefoniert. Keine Verschränkung, sondern nur mit einer Hand und merkt, dann hat er keinen zweiten Arm mehr. Dann haben wir doch gerade telefoniert. Ja, haben wir. Ich habe dir gesagt, du sollst aufpassen. Ja, habe ich doch. Sieht man. Ich warte mich endlich zur Tagschicht. Wenn ich gut bin, wenn ich zur Nachtschicht befördert, haben sie gesagt. Ich würde dann aufhören mit dem Klopfen. So ganz vorsichtig die Falle zur Seite schieben mit dem Fuß, mir diesen Nichts von Ghoul schnappen, ihn mit dem Kopf vor die Tür legen und meine Zunge raus. Lass ihn in Ruhe! Lass ihn in Ruhe! Lass mich hier meine Arbeit machen! Mr. Lee, finden Sie das richtig, was er da tut? Leck die Tür ab, wahrscheinlich. Jetzt komm. Leck die Tür ab, exakt. So ist es auch, hab ich gesagt. Niemals!
Gut, werde ich weiter. Lieber sterbe ich, als meine Herrin zu verraten. Ich würde ihn so runterfallen lassen, mit der Hand in seinen Mund greifen, den Kiefer aufstemmen mit zwei Fingern und mit den anderen zwei Fingern die Zunge rausziehen und diesen Kopf so an dieser Tür entlang führen, sodass er an der Tür lenkt. Ja, ihr hört so ein bisschen Gerappel. Ihr hört so ein bisschen Gerappel von hinter euch. Irgendwie guckt euch vielleicht kurz um und dann seht ihr, dass Mr. D halt den Arm aus dieser Maschine rausgenommen hat. Und dann mit so einem Stöckchen herum und dann so ein bisschen rot-weiße Zuckerwatte hat. Bisschen dann rumkaut. Und, es könnte spannend werden. Ah, sie haben Zuckerwatte mit dem besten Zuckerwattemacher dran. In der Tat, das ist fürchterlich gut. Also ich muss zugeben, dass da hat der Herr Hill eine gute Idee gehabt. Haben Sie einfach den Arm genommen? Ich fürchte, das lässt sich nicht verkaufen, aber... Hat er um den Arm die Zuckerwatte gemacht? Nein, so barbarisch ist er doch nicht. Ich würde mir mal die Tür ein bisschen angucken, ob da irgendwie Spalten sind, wo man vielleicht irgendwas, einen Hebel ansetzen kann, irgendwas oder einen Mechanismus. Ja, du siehst halt schon, dass man sieht, dass es eine Tür ist, dadurch, dass sie sich auch rein farblich abhebt. Aber es scheint unglaublich gut verbaut zu sein, sodass man da auch wahrscheinlich, vielleicht kriegst du ein ganz, ganz dünnes Blatt Papier dadurch. Aber sonst. Was würde ich einschätzen, wie die Tür aufgeht? Eher nach innen oder nach außen? Also zu uns oder in die andere Richtung? Du würdest vermuten, dass sie zu euch hin aufgeht. Weil dieses ganze Gedrücke her war ja bis jetzt nicht so erfolgreich. Mr. D, wollen Sie nicht mal mit Kasimir handeln? Oh, ich habe schon mit Kasimir gehandelt. Oh. Er hat immerhin die Tagschicht bekommen, nicht wahr, Kasimir? Tut sich denn was an Tür 5? Noch nicht, ne? Lass ihn doch nochmal an Tür 3 lecken. Nö, ich lasse ihn jetzt noch ein bisschen an Tür 5 lecken und dann würde ich wieder anfangen mit dem Klopfen. Bong, bong, bong. Aber so, dass sein Mund halt immer noch so an dieser Tür liegt mit der Zunge dran. Vielleicht hilft's ja was. Wie kommst du eigentlich drauf, dass das die richtige Tür ist? Er sagte Tür 5. Und er hat gesagt, er verrät seine Meisterin nicht. Exakt. Aber es ist ausreichend, dass ich eine Tür... Mr. D sagte, sollst Tür 3 nehmen. Probier's doch mal mit dir, Tür 3. Also schön, dass du vielleicht jetzt die ganze Zeit schon an der Besenkammer klopfst. Ich guck ihn so an. Mein Bär jagt über 100 Jahre schon diese Geschöpfe. Ich oder du? Ja, ich klopfe nicht an der Besenkammer. Jeremias, du warst der Thronsaal. Du bist Jeremias, du warst doch selber ein Ghoul. Was hättest du an seiner Stelle getan? Hättest du deinen Herrn und Meister verraten? Dann hättest du ihn auch versucht, in die Falle zu locken oder in die Irre zu führen. Oder in die Besenkammer. Ja. Ich hätte meinen Herrn nicht verraten, aber also was ist, wenn seid ihr eins gewiss, ich tue nichts, ohne darüber nachgedacht zu haben. Ich schütze so den Kopf, Alter, das war der nicht. Ja, Jeremiah, erzähl ihn von den Stimmen. Stimmen? Was für Stimmen? Ich guck Dave nur ganz erschrocken an. Ach, du hast vorhin keine Stimmen gehört. Mach die Tür endlich auf, wir müssen da rein! Es könnte an dem Nebenwirken des Blutes sein, da hat er recht, da hat er auch wieder Blut getrunken. Exakt, danke. Da habe ich ganz viele Stimmen gehört. Aber die sind jetzt nicht mehr da. Ich sehe euch auch nicht mehr leuchten. Und er hat auch ein anderes Blut als du getrunken, der hat auch nicht dieses Ultra-Blut getrunken. Ich weiß es nicht. Du musst sie aus dem Weg schaffen, sie sind nur hinderlich. Manchmal sagt die Stimme auch nur Blödsinn.
Aber Dave hatte einen Einwand. Ich werde Kasimir schnappen, also mit meiner Axt so unterm Arm und ihn so über den Boden zur Tür 3 ziehen, da wieder die Zunge dranlegen und das war meine Idee. Und klopft so gegen die Tür. Mal, vielleicht wacht da jemand auf. Müsste doch irgendjemand leichten Schlaf haben. Ja, und die Tür, als du wieder den Ghoul wieder da zwingst, daran zu lecken, schwingt tatsächlich nach außen auf. Was ist denn da drin? Ja, erstmal hört ihr dieses knarzende Geräusch und sie bewegt sich halt wie von Geisterhand nach außen und ja, es ist so eine Art nebliges, waberndes, dunkles in diesem Raum zu erkennen von eurem Standpunkt aus. Und das Letzte, was man noch hört für den heutigen Stream ist, oh, jetzt wird's wirklich interessant. Und dann müssen wir leider wegen dem Aulu-Card für heute einen Cut machen, weil der muss nämlich weg. Siehst du, Alucard, du hast uns selber 30 Minuten Spielzeit geklaut. Tut mich sorry. Das hätten wir 30 Minuten. Spielen, aber dann bin ich morgen. Aber umso besser ist, dass wir jetzt einen schönen Cliffhanger haben. Ja, das hätten wir 30 Minuten früher aufgehört bezüglich des Cliffhangers. Naja. Nee, ist aber richtig schön. Bin immer gespannt, wie es weitergeht, tatsächlich. Ja. Ich finde auch sehr ulkig, wie Joy Meyer mit Mr. D umgeht. Das ist sehr ulkig. Ja, er kennt ja Mr. D noch nicht, wir schon. Ist richtig, ja. Ja, sonst irgendwas, was ihr noch zu sagen habt für die heutige Runde? War doch wieder schön heute. Ja. Wir hatten vorhin PvP angesprochen. Löwen, ja. PvP, genau, ja. Wir haben vorhin PvP angesprochen und ich glaube, das wird demnächst vielleicht anstehen. Könnte passieren. Wer weiß. Ja. Aber schön. Ich fand es wieder sehr erheiternd, Konstantin und Jeremiah und Dave und John in Aktion zu erleben. Und ja. Auch der Kasi hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und auch wir sind endlich dort, wo wir seit Folge 2 oder seit Folge 3 sein könnten, sollten. Könnte. Und ihr habt mich dabei. Dass wir so ihr werdet es überleben. Könnte. Und ja, sehr, sehr, sehr ulkige Konstellation auch jetzt, in der ihr euch da befindet. Verschiedene Interessen. Bin gespannt, wie ihr das dann löst. Und ob sich wirklich Mr. Wu hinter der Tür Nummer 3 oder befunden hat, ob da wirklich der Zonk ist oder die Herrin oder wer auch immer. Das erfahren wir dann beim nächsten Mal. Und ich bedanke mich bei allen, die zugeguckt haben, jetzt oder später beim Nachsehen. Wenn ihr mehr von Rollenspiel-Streams sehen wollt, da oben läuft ein Ticker durch, www.nerdpool.joko.de. Da gibt es ganz viele andere Leute, die das auch machen, was wir machen, vielleicht noch einen Ticken besser. Zum Beispiel was? Zum Beispiel auch Streams von Bero oder Aulucard in ganz anderen Systemen. Haben wir eben am Anfang des Streams ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Oder da gibt es auf der Startseite einfach ein Stream-Archiv. Da gibt es jeden Tag irgendwen, der irgendeinen so Schund, den wir machen, anbietet. Wenn euch das gefällt, guckt da mal drauf und schaut mal rein und hinterlasst den Leuten einen netten Kommentar. Ich freue mich natürlich auch mal über nette Kommentare. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Wann das sein wird, könnt ihr ebenfalls auf dem Nordpol gucken. Da steht es dann in dem Kalender drin. Und bis dahin sage ich mal tschüss und habt viel Spaß bei allem, was ihr so macht. Tschüss. Ciao.